So, Achtung, jetzt kommt wieder was Kriminalistisches. Es kommt zwar auch wieder was Weltanschauliches noch und Christliches und so weiter, aber alles spannend jetzt. Das ist ein spannender Fall jetzt. Achtung, das wird interessant. Ich habe wieder was rausgefunden. Ja, also, jetzt haben wir hier. Das ist ein Artikel, da gibt es eine neue Entwicklung, aber das ist ein älterer Artikel aus dem Jahr 2022. Und hier heißt es, sie starb an Michael Jackson Narkosemittel Propofol. Schwester Ronja im Nachtdienst vergiftet. Wegen Migräne ließ sich die Pflegekraft von einer Kollegin das Narkosemittel verabreichen. Jetzt zuerst mal Propofol. Das gibt's auch immer. Das ist jetzt nicht das eigentlich in Deutschland. Da darf man jetzt nicht vom Michael Jackson Narkosemittel reden, sondern ich habe jetzt, wobei diese Suche habe ich jetzt noch nicht gemacht vorher, aber da gibt's. Das ist eine Vergewaltigungsdroge im Krankenhaus. Da gibt's ja diesen Da gibt es ja diesen. Wo waren das? In dieser Arzt, der dann Dings. Arzt, Frauenvergewaltigung. Das hätte ich jetzt vorher machen können, weil das ist jetzt ein zusätzlicher Fall. Das andere, das, also ich suche jetzt noch ein zusätzliches Beispiel. Propofol Arzt Vergewaltigung. Da Hanna, Klinikskandal. Genau, der Betel. Betel, Betel, da, Betelfick. Betelfick. Findet man es so gleich, Betelfick. Dr. Biele Betelfick. Also Bielefeld. Krankenhaus Betelfick. Dr. Biele Betelfick. Das ist das Universalgenie. Davon muss man reden. Da ging es um Propofol. Da ging es auch um Propofol. Der Typ hat die Weiber gefickt. Hier. Hat sie im Krankenhaus. Aber das ist so. Das ist das Interessante, kommt jetzt an dem Fall. Das Interessante an diesem Fall kommt jetzt. Und zwar, da kommt, das sieht nach einer Aufklärung aus, aber das ist keine bisher. Weil da gibt es ein entscheidendes Detail. Also, sie starb an Michael Jackson Narkosemittel, ist schon mal falsch. Aber jetzt muss man, Moment, jetzt muss ich den klaren Ding zwischen Propofol, Vergewaltigung, Arzt, ja, genau, das ist das, der Hanna, betäubt und vergewaltigt. Und jetzt muss, sollte man aber noch Betel eingeben, dass man's alles hat, ja, genau, das ist, und jetzt muss, da haben wir es ganz klar. Also Betelarzt in dem Krankenhaus, Betel-Dingsbums da, mit Propofol betäubt und vergewaltigt. Das ist, also man hat jetzt den ganz klaren Zusammenhang zwischen dem Propofol und Vergewaltigungen im Krankenhaus durch den Assistenzarzt Philipp G. So, und jetzt haben wir das ist ja der Faktor. Deshalb ist es Blödsinn hier von Michael Jackson ein Narkosemittel, weil da gab es nicht so ein Verbrechen hier. Und wenn die Dings starben, dann ist das Mord, ist das als Mord anzusehen. Das passt alles nicht. Und jetzt Achtung. Damals, 2022, hieß es noch, sie ließ sich, wegen Migräne ließ sich die Pflegekraft von einer Kollegin das Narkosemittel verabreichen. Da ging es noch nicht darum, dass die vergewaltigt wurde vom Arzt.
Da ging es noch um das Thema. Das war 2021. Und passiert ist es ein Jahr vorher. Achtung, die Tat war im Jahr, kurz vor Weihnachten 2021. Und so lange haben die gelogen in dem Krankenhaus. Da muss man sich mal vor Augen halten, was danach alles aufkam. Denn jetzt gibt's einen anderen Artikel. Jetzt gibt's einen anderen Artikel. Das ist jetzt ein anderer Moment. Ich muss jetzt okay, das kann ich, die andere Sache kann ich jetzt schließen. Jetzt suche ich nach Propofol, Arzt, und suche ich Sex. Propofol, Arzt, Sex. Jetzt haben wir nämlich die neueste Entwicklung in diesem Fall. Da haben wir jetzt zwei. Jetzt ist es nämlich der Arzt, der Sexarzt, der die Schwester der Hanna gespritzt hat. Achtung, jetzt ist er ganz anderen. Ein Jahr später, also es war vor 2 Jahren circa. Aber vor einem Jahr hat es noch geheißen, die Kollegin hat er das Mittel gespritzt. Jetzt war es der Arzt. Achtung, der Tod von Krankenschwester Ronja H. gibt immer noch Rätsel auf. Im Visier der Ermittlungen steht weiter der Oberarzt Dr. Roman C., aber das ist Name geändert. Das ist eine Schweinerei. Ein Bild von dem Kerl. Ein Bild von dem Kerl. Mit dem richtigen Namen. Er soll der jungen Frau in der Nachtschicht kurz vor Weihnachten 2021 im Klinikum Kelheim eine Überdosis Propofol gespritzt haben. Jetzt gibt es neue Details zum Krankenhausalltag vor der Tragödie. Der inzwischen suspendierte Oberarzt hat offenbar zwei Schwächen. Er leide an Sexsucht und der hippokratische Eid sei ihm egal, berichten Zeugen. Ronja H. Starb während einer Nachtschicht im Klinikum Kelheim. Aber Achtung, das ist immer noch nicht, ich berichte jetzt nicht das nur einfach, ja, in der Bildzeitung steht, es ist was Neues und ich bin der True Crime Reporter. Nein, ich bin der immer mehr herausfindet als alle anderen, als die Medien und als die Polizei und als die Staatsanwaltschaft. Ich bin das Universalgenie von Planet Erde. Die intellektuelle Krone der Schöpfung. Der zukünftige Weltführer in der globalen Babysitokratie. Also, ohne mich werdet ihr von den Ärzten gefickt, versteht ihr? Und die Medien und die Justiz sind zu blöd, irgendwas aufzuklären. Ja, gut, hier nach Jahren, schaut mal, was da langsam rauskommt. Aber immer noch, versteht ihr, immer noch nicht genug. Das, was sich darstellt, so ist es nicht. Achtung, laut Kripo Landshut feierte der Sexarzt Sexpartys in seinem Büro mit weiblichem Klinikpersonal. Ein Kollege berichtet, aus seinem Dienstzimmer gingen die Frauen aus und ein. Ein Kollege von Dr. C. konnte wegen der lauten Musik im Zimmer des Doktors kaum schlafen. Damit habe Roman C. vermutlich Bettgeräusche übertönen wollen. Also, das ist ein Arzt, der das sagt. Und dadurch wird nur was gemacht, weil es eben jetzt Leute sind, die irgendwie, wo so starten. Also bei uns, ich tue jetzt nicht jeden einzelnen Arzt irgendwie als eine Ratte bezeichnen oder auch nicht jeden einzelnen Justizmitarbeiter. Aber bei uns, versteht ihr, bei uns regieren die Ratten. Was heißt Ratten? Das ist doch viel zu gut. Der Dreck, der Abschaum regiert bei uns. Und so kommt es auch zu dem Ärger, den ich mit denen immer habe. Die Kriminellen, die Teufel, die Lügner, die Betrüger, die Teufel regieren in der Justiz bei uns.
Einmal habe C vergessen. Die lügen und betrügen notorisch, sowohl in der die Ärzte als auch die in der Justiz. Unsere Eliten sind Verbrecher, versteht ihr? Das ist die Regel. Das alles andere ist die Ausnahme. Es sind nicht alles Verbrecher, aber ist die Ausnahme, weil es so ein korrupter Drecksstaat ist. Es ist alles verlogen bei uns. Das ist die Regel, dass sie vor einiger Zeit ist ein Dings gekommen, dass jede dritte Frau, dritte Ärztin im Krankenhaus vergewaltigt wird. Moment. Moment, Krankenhaus. Das war auch, ja, da hat er fast jede dritte Ärztin sexuell missbraucht. Das ist jetzt eine Studie aus Großbritannien. Chirurginnen berichten von skandalösen Zuständen in der Operationssaal. Ja, überlegt mal, wenn fast jede dritte Ärztin missbraucht wird im Krankenhaus. Ja, wie geht's dann den Patienten und die Dings, die einfache Krankenschwestern, versteht ihr? Aber das ist viel schlimmer, wenn das hier rauskommt, dann ist noch viel schlimmer, versteht ihr? Dann ist noch viel schlimmer, weil nicht dass ich denke, dass es noch mehr als jede dritte Ärztin sexuell missbraucht wird. Das nicht. Die Zahl, der Zahl kann ich zustimmen. Aber es wird noch viel mehr vertuscht, das ist es. Ihr müsst einfach wissen, versteht ihr? Ihr denkt, ihr seid hier in einem Land, wo ihr auch ohne das Universalgenie zurechtkommt. Aber weil ihr so ein Rechtsstaat ist und so weiter. Alles Bullshit. Die Ärzte und die Justiz, das sind Verbrecher, teuflische, dreckige, verlogene Verbrecher in der Mehrheit. Ja, in der Mehrheit. Nicht alle vergewaltigen oder so, aber es sind Lügen und Verbrecher und die vertuschen. Die Kriminalität ist die Regel im Krankenhaus. Ja, es ist die Regel. Es ist die Regel, dass man lügt und betrügt. Und wenn ihr das zulasst, ihr Idiotengesellschaft, versteht ihr? Ich bin der Führer der Menschheit. Ohne mich kommt nichts zum Guten hier, sondern weil ihr zu dumm seid als Gesellschaft, werdet ihr immer wieder, weil das ist auch nachher ein Thema hier. Alle Aufklärer, außer dem Universalgenie, offenbar Mogelpackungen, sowieso alle Alternativmedien, auch Daniele Ganze, Thomas Röber. Heute taugt Dr. Paul Brandenburg, das ist auch ein Arzt, aber das heißt jetzt nicht, dass ich sage, er vergewaltigt. Aber versteht ihr, es ist immer wieder so, ihr denkt, es gibt Alternativen zu mir. Und dann diese Alternativen, die können besser reden, die können besser das und das und das. Aber weil ihr zu dumm seid als Gesellschaft, kapiert ihr es nicht? Es gibt für mich keinen Ersatz. Und die Aufklärer sind, wenn es irgendwo was gibt, versteht ihr, die Aufklärer sind unterm Strich nicht wirklich das in der Gesellschaft, was ihr euch von ihnen versprecht. Das kann nur das Universalgenie von Planet Erde. Tja. Und ja, also das ist jetzt der, auf das Thema kommen wir mal, aber jetzt geht's weiter mit dieser Ronja. Also nochmal, Ende 2021 ist sie verstorben im Krankenhaus. So, und dann hieß es,
ein Jahr später, Ende 2022, immer noch, sie ließ sich ein Narkosemittel von ihrer Kollegin, also einer anderen Pflegerin, verabreichen. Jetzt kommt raus, das war der Arzt, der ihr das gegeben hat, und der hat auch Sexpartys gefeiert. So. Und jetzt kommt, aber die Ermittlungen gibt's, weil endlich auch andere Ärzte hier das Schweigen brechen. Versteht ihr? Der eine Kollege berichtet, dass aus dem Dienstzimmer gingen die Frauen aus und ein. Auch natürlich die das falsche, also Aussage gemacht hat, dass sie ihre Kollegin was gespritzt hat, die ist, muss man davon ausgehen, die ist auch dauernd gefickt worden von diesem Schwein hier. Ein unvorstellbarer Saustall, aber eben nicht die Ausnahme und nicht, dass es jetzt plötzlich hier, es wird ja alles aufgeklärt, wir sind ja alle seriös, denn passt auf, was jetzt kommt. Also, einmal habe dieser Arzt vergessen, die Musik aufzudrehen, man konnte alles hören, es war Geschlechtsverkehr. Eine Ärztin soll den Doktor in Flagranti, das ist jetzt eine weitere Zeugin, die sich gemeldet hat, eine Ärztin. Vorher war dann Arzt der Zeuge, jetzt kommt eine Ärztin dazu. Aber die haben jahrelang geschwiegen, offenbar. Auf jeden Fall, in den Medien ist jahrelang das Falsche berichtet worden. Also eine Ärztin soll den Doktor in Flagranti erwischt haben. Sie suchte eine Hebamme, die bei einer bevorstehenden Geburt dabei sein sollte. Als sie ins Hebammenzimmer kam, drückte Roman C., der Name hat den Hanse geändert, schreiben sie hier, also das ist ja blöd, hier jemandem einen Namen zu geben und der Name ist falsch. Na, dann muss man sagen, der Arzt, muss man reden von der Arzt, dessen Namen noch nicht mitgeteilt wird. So, nicht jetzt den falschen Namen erfinde. Also drückte der Arzt, der Fickmörderarzt, die Hebamme mit runtergelassener Hose an die Wand. Sie habe da beide regelrecht beim Geschlechtsverkehr erwischt. Die Ehefrau erfuhr von den Seitensprüngen ihres Mannes durch einen gehörnten Ehemann. Er sagte wörtlich, sollte ihr Mann weiter mit seiner Frau rummachen, dann mache er ihn kalt. Der Fickmörderarzt versprach seiner Frau nach einer langen Aussprache, dass er nur noch sie liebt. Blödsinn! Versteht ihr? Ihr dummen Weiber, ihr lasst euch beschwatzen, ihr heiratet die charakterlosesten Verbrecher und lasst euch dann immer dumm beschwatzen. Und hier der Vater von der ermordeten Krankenschwester wird hier gezeigt. Okay. Aber der Fickmörderarzt konnte es offenbar nicht lassen. Auch die verstorbene Ronja soll ihm ins Auge gesprungen sein. Sie ließ ihn aber abblitzen und sagte ihm, wenn du mich weiter anmachst, sage ich es deiner Frau. Und Achtung, das ist die entscheidende Info. Ich lese aber den Artikel noch weiter. Mehrere Zeugen aus der Klinik berichten auch, regelmäßig hielt sich der Arzt bei der Arbeit nicht an die Sicherheitsrichtlinien. Weiter sagte ein Kollege bei der Polizei aus, im Umgang mit Propofol habe der Fickmörderarzt ein gefährliches Verhalten gezeigt. An dem Narkosemittel starb auch Popgigant Michael Jackson 2009. Ja, aber dieses Narkosemittel ist in Deutschland in dieser Skandalklinik Bethel verwendet worden, um diese Patienten zu vergewaltigen. Das muss man schreiben. Das hier zu schreiben vom Michael Jackson ist ein Quatsch, ist ein Blödsinn, ist eine Verharmlosung. Das ist für Verdrehung. Da wird man nicht dem gerecht, versteht ihr, hier muss man schon schreiben, dass andere Ärzte das auch zur Vergewaltigung verwenden und nicht von Michael Jackson reden. Blödsinn.
Auch bei Operationen spritzt er das Betäubungsmittel schnell ein und verließ dann den OP-Saal. Laut Zeugenaussagen muss der Anästhesist das Mittel langsam verabreichen und den Patient beobachten, um vielleicht die Dosis zu erhöhen. Nach dem Tod der Krankenschwester soll der Fickmörderarzt auch den Tatort verändert haben. Er habe die tote Ronja H. auf einer Aufwachliege in ein anderes Zimmer geschoben und eine Ampulle Propofol, die am Boden lag, soll er eingesteckt haben. Also, das und jetzt kommt das Entscheidende. Leute, diese Frau, die hat allerdings die hat ja gar nicht sich auf den eingelassen. Sie ließ ihn, die Ronja, sie ließ ihn abblitzen und sagte ihm, wenn du mich weiterhin anmachst, sage ich es deiner Frau. Die wollte das nicht. Und jetzt soll die sich Propofol von dem gespritzt haben. Versteht ihr? Der war hinter der her. Und das ist gar nicht glaubwürdig. Also die eine Lüge war, dass es Propofol gespritzt wurde von dieser Kollegin. So, und jetzt kam raus, das war der Sexarzt. Aber das wollte die nicht. Und es ist auch bekannt, auch in Deutschland, dass dieses Propofol zum Betäuben bei Vergewaltigungen verwendet wird. Also die ganze Geschichte ist unglaubwürdig, weil dieses Propofol, das muss man in die Venen spritzen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem überragenden Universalgenie von Planet Erde, wie er im Fall Felix Heger. Da, Hanna, im Fall Felix Heger hat das überragende Universalgenie, auch im Fall, also zuerst mal, versteht ihr, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Das Universalgenie von Planet Erde, die intellektuelle Krone der Schöpfung, hat auch, und so weiter. Oh, hat auch hier, geht ihr auf den Punkt 7, Foltermorde Ruth und Peter Fesser, hat auch hier, wenn ihr jetzt dieses Screenshot zum Beispiel anklickt, klickt es an, macht hier einen Klick, dann bekommt ihr eine PDF, wie das Universalgenie von Planet Erde klüger war als die Horden von verbrecherischen Ärzten und später auch Justiz. Das sind die Fakten, versteht ihr? Aber auch hier im Fall Felix Heger ist das Universalgenie von Planet Erde auch medizinisch der Einzige, der durchblickt. Ich erkenne hier die Zusammenhänge, auch auf medizinischem Gebiet. Schaut euch das an, was ich euch zeige. Da gibt's an einer Stelle einen Einstich. Und die Rede nachher davor ist im Dummvolk, dass es dort eine Dings gegeben haben könnte, eine Injektion, die mit dem Verbrechen zu tun hat. Aber in diesem Fall ist es Blödsinn. Da gab es keine Injektion, sondern da gab es eine Blutentnahme. Und mit diesem Blut ist diese falsche Spur gelegt worden. Und das sind überragende medizinische Erkenntnisse, die aber auch zutreffend sind, wo jetzt die anderen zu dumm waren, einfach zu dumm. Und deshalb, ich sag's euch, wir kommen am Ende dieses Videos auch auf das zu sprechen, wie ihr Deppen in euer Unglück lauft, wie ihr Deppen, ihr als Idiotengesellschaft, wie ihr in euer Unglück lauft, weil die Verbrecher und Idioten auch auf der Weltebene eben und auf der Ebene der Weltpolitik so viel Schaden anrichten.
und nicht gestoppt werden. Und ihr, weil ihr Deppen, ihr vertraut immer irgendwelchen Leuten. Und ihr denkt ja, aber das kann doch nicht sein. Wie soll jetzt der Faisal die oberste Instanz sein? Nochmal, da wird mir die Fachwelt zustimmen, so wie auch mir die Fachwelt zugestimmt hat hier. Ich habe ja das später bewiesen und ich habe ja so viel, wo ich in der Sache auch recht bekommen habe. Und deshalb, was ich brauche, versteht ihr? Die Medien halten mich klein, die Medien vertuschen die Sachen. Und da müsst ihr als Volk hinter eurem Universalgenie stehen. Ihr müsst erkennen, euer Leben hängt davon ab. Letztlich auf der Weltpolitik werden sie euch immer mehr, ihr werdet aufwachen, weinend und bereuend aufwachen, weil all das, wo ich jetzt hier um die öffentliche Aufmerksamkeit ringe, wir werden ihr erkennen, dass ihr euer eigenes Leben, es um euer eigenes Leben jetzt geht hier oder und dann später rückblickend gegangen ist und ihr war zu dumm zu erkennen, dass ihr Idioten von mir abhängig seid, von mir, natürlich vom lieben Gott, aber das hier sage ich jetzt nicht, ich bin der liebe Gott oder so, aber sondern wenn man es jetzt auf die Menschen also schaut, dann bin ich also der liebe Gott und ich von uns seid ihr abhängig, ihr Deppen. Ihr denkt immer noch, ja, es kommt rechtzeitig ein Professor, Doktor, der warnt euch, wenn's im Bereich Medizin was zu wissen gibt. Blödsinn. Auch hier, versteht ihr, auch hier geht's Professor, Doktor, die da beteiligt waren. Und sie waren zu dumm. Ihr könnt euch nicht auf die verlassen. Ihr seid von mir abhängig. Ihr seid in eurem Leben, in eurem eigenen Leben, versteht ihr, von mir abhängig, weil die Experten dieser Welt werden euch nicht schützen können, weil sie zu dumm sind, zu korrupt und das ist in so vielen Fällen das Denken und rechtzeitig das Richtige zu denken, Und zu entscheiden, da seid ihr von mir abhängig. Da seid ihr von mir abhängig. Und ihr werdet im Weltmaßstab weinen und bereuen, dass ihr mich ignoriert habt. Und das, dazu kommen wir noch. Und jetzt aber, Moment, jetzt habe ich so vieles, ja, das ist das. Ja, Fall Felix Heger habe ich. Ja, okay. Also, das Entscheidende jetzt an diesem Fall ist die Verwendung von Propofol. Propofol, es gibt, Achtung, es gibt verschiedene Anästhetika. Es gibt etwas wie Propofol, das wird in die Vene gespritzt. Und auch wenn die ein bisschen, dem hat die gefallen, weil sie so ein bisschen einen zierlichen, jungen Eindruck macht eben. Und die kann sich dann auch natürlich nicht so, ist nicht körperlich nicht so kräftig, aber die kann sich doch so weit, also es ist nicht praktikabel, jemand gegen den Willen Propofol in die Vene zu spritzen. Also wenn die Person sagt, nein, ich lasse mich von Ihnen nicht kein Medikament geben und jemand will es mit Gewalt machen, das ist nicht praktikabel. Aber es gibt eben noch andere Narkotika, die man vorher geben kann. Und es gibt Narkotika, die kann man einfach in den Muskel spritzen. Einfach, das sind so Überwältigungsspritzen. Über das alles bin ich im Fall Dings eingegangen. Da habe ich es auch analysiert. Die verschiedenen Sachen. Weil da ging es gerade andersrum. Da haben sie gedacht, der ist
mit der Spritze bewusstlos gemacht worden. Und da sage ich, nein, eine Überwältigungsspritze, wenn zum Beispiel ein Patient randaliert in der Psychiatrie und dann kommt 10 Pfleger und überwältigen ihn, der bekommt die Spritze nicht in die Vene, der bekommt die Spritze da müssen wir jetzt gucken, wo ich das ganz genau habe, aber ich bin da ausführlich auch über das Medizinische eingegangen. Das kann dann natürlich da sein, wo man irgendwo aufklappen muss, das finde ich dann jetzt nicht, aber ich kann es ja sagen. Wenn jemand in der Psychiatrie randaliert und kommen 10 Pfleger und wollen den überwältigen, dann bekommt er diese Spritze in den Arsch, in die Muskulatur irgendwo. Genau, hier habe ich gesagt, der Mord am oral- oder intramuskulär Betäubten, also oral über den Mund oder intramuskulär in die Muskeln, in den Arsch zum Beispiel. Der Mord am oral- oder intramuskulär Betäubten Michael Heger erfolgte wohl so durch Druck auf den Brustkorb. Also zu meinen, man kann jemand, würde jemand im Kampf irgendwie überwinden und ihm dann eine Spritze in die Vene geben. Das ist Bullshit. Diese Art von Spritzen, die werden in den Dings gegeben, in die Muskulatur. Oder man kann es jemand so wie in diesen Fällen, wo ich jetzt auf meiner Website mit diesen betäubten Mädchen. Man kann das auch mit der altbekannten Wattebausch-Methode über die Atmung, über die Lunge betäuben. Das sind die Möglichkeiten. Da bin ich ja, in dem Fall bin ich in frühere Artikel, bin ich ja auf alles Mögliche eingegangen. Die Möglichkeit Isofluran oder alles Mögliche, auf alles Mögliche bin ich da eingegangen. Und das wäre dieser Chloroform, Chloroform, Betäubung, Vergewaltigung. In den letzten 6 Wochen wurden 3-mal Frauen von einem Unbekannten überfallen und mit Chloroform betäubt. Und da wird jetzt auch, oder hier Vergewaltiger, betäubte Opfer mit Chloroform. Oder hier 15-Jährige erst betäubt, dann vergewaltigt. Dabei habe der Mädchen mehrfach Chloroform unter die Nase gehalten. Das sind diese bekannten Fälle. Da wird jetzt, wenn man jetzt mal schaut hier, das kennen doch alle. Schau der Herr, er selber hat sich so zur Tarnung eine Maske, dann hat er befallen die Frau und hält ihr so ein Tuch an die Nase, das er gedrängt hat mit Chloroform, und dann wird die Frau bewusstlos. Das heißt, hier, an das muss man bedenken, weil wenn man einfach die Informationen zusammennimmt, die anderen Weiber wollten mit dem ficken, versteht ihr, mit diesem Fickarzt, aber das war dem nicht genug, hat ihn abgelehnt, und wenn die dann, wenn er da trotzdem immer nachschleicht und die ficken will und sie will nicht, und dann wird die später mit dieser Arzt Vergewaltigungs,
Droge. Also, wenn die Ärzte im Krankenhaus die Patienten und das Personal vergewaltigen, dann nehmen sie Propofol. Und damit ist die dann, wurde die dann betäubt aufgefunden. Und dann kommt dieser Blödsinn, ja, erst hat die andere Krankenschwester gesagt, die ist ja dann angestiftet worden, weil er was zu verbergen hat. Und dann sagt die erst, ja, ich habe ihr Propofol gespritzt, wegen Migräne. Und dann kommen die anderen Ärzte und erzählen, was das für ein Schwein war. Und dann hat diese Lügnerin, die einen Mord vertuscht hat offenbar, dann hat sie praktisch zugegeben, dass es eben sie nicht war. Also dann kam raus, dieser Verbrecherarzt, dieser Fickmörderarzt, der hat ihr das gespritzt. Aber jetzt, dieser Stand ist immer noch nicht das, was anzunehmen ist, weil die wollte ja nichts von ihm. Da darf man doch gar nicht annehmen, dass die sich das von diesem Schwein freiwillig spritzen hat lassen. Eine Vergewaltigungsdroge. Das heißt, mir muss hier denken, der ist über die hergefallen und hat sie erst überwältigt, hat ihr in einem Kampf den Mund zugehalten, hat sie mit Chloroform betäubt und dann hat er sie erst und dann war das erst, dass er ihr dann das Propofol gespritzt hat. Also das, was heute erzählt wird, das passt gar nicht, dass die sich von diesem Arzt freiwillig Propofol gespritzt haben soll. Aber das, ich verstehe dir, die erzählen uns Blödsinn, die erzählen uns über Jahre falsche Geschichten von wegen Migräne. Ließ sich die Pflegekraft von einer Kollegin das Narkosemittel verabreichen. Die lügen und die erzählen uns Blödsinn die ganze Zeit. Und das bricht zusammen. Und jetzt ist das von der Kollegin praktisch zusammengebrochen, dass die das war. Aber jetzt glauben sie noch den Blödsinn, dass sie sich von dem Arzt freiwillig das spritzen ließ. Wegen Migräne. Alles Blödsinn. Ihr müsst mal aufwachen. Versteht ihr? Das ist unglaubwürdig. Sondern das... Was sich aus dem ergibt, ist die, und was man jetzt schon ansprechen muss, ist die klare Wahrscheinlichkeit, die ist erst überfallen worden. Und bevor man ihr in die Vene das spritzen konnte, hat es so etwas gegeben. Davon muss man ausgehen. Nicht, dass die sich von diesem Arzt, vor dem sie Angst hatte, der ihr hinterher ging, dass die sich hier Dings spritzen ließ, freiwillig, ein Betäubungsmittel. Das ist Blödsinn. Das ist alles viel, viel schlimmer. Und ihr seid Deppen, versteht ihr? Ich kannte diesen Fall nicht. Aber wenn ich an den Fall komme, dann veni, vidi, vici. Veni, vidi, vici, Leute. Weil das bringt nichts, versteht ihr? Wenn ich irgendwie bescheiden auftrete, das ist nicht, da, versteht ihr? Ihr würdet mir, nochmal, ich zeig's euch, wir müssen immer wieder zum Fall Escher, da habe ich dieses Dings gebracht, Escher, und dort geht es um Pfizer, und wenn man das hat, dann haben wir dieses Dings. Und wenn man diesen Artikel hat, dann kommt man zu diesem Video, so, bei YouTube. Und wenn man zu diesem Video kommt, dann kommt man so. Und jetzt, versteht ihr? Es geht um das hier. Ihr würdet
Immer wieder bekomme ich das Ding, ja du, warum gehst du nicht zur Polizei? Du könntest ja ein guter Polizist sein. Und dann sage ich, Leute, ihr habt, das ist ja nett. Das sind ja die netten Leute, die das zu mir sagen. Aber die haben es noch nicht verstanden. Versteht ihr? Ich kann nicht unter einem Polizeipräsident ein Polizist sein, weil ich der bin, der viel, viel klüger ist wie jeder Polizeipräsident, wie jeder Staatsanwalt, Richter, wie der Justizminister, wie der Bundeskanzler, es gibt auf der Welt nicht jemand, der in einer Institution über mir stehen kann. Versteht ihr? Es gibt keine Institution, wo ich, auch wenn ich, was weiß ich, 20.000 Euro im Monat bekommen würde und irgendeine ganz hohe Stellung, aber es kann nicht, auf dieser Welt kann es nicht einen Menschen geben, einen Sterblichen, einen Menschen, der in irgendeiner Institution über mir sitzt. Versteht ihr? Heute bin ich ganz unten, aber ich bin dort nicht, weil ich mich da freiwillig einordne. Versteht ihr? Ich bin hier zu Unrecht in der Position, wo ich bin, in dieser Idiotenmenschheit. Aber wenn ich mich irgendwo, versteht ihr, in einem ungeheuerlichen, auch als Minister, sage ich mal, als Justizminister, wo ich über allen Ermittlungsbehörden drüber stehe, auch dann habe ich noch den Bundeskanzler über mir. Und auch als Bundeskanzler kann es nicht sein, weil da bin ich dann auch irgendwo eingebunden in irgendwas. Es kann über mir niemand, keinen sterblichen Menschen geben, und schon gar nicht kann ich Polizist in einer Behörde sein. Es kann nicht mir jemand etwas sagen, wie ich ermitteln darf und das. Versteht ihr? Ihr habt nichts verstanden. Versteht ihr? Ihr habt nichts verstanden. Und jetzt nochmal, hier, ich kann nicht irgendwie mich, wenn Leute mit mir reden und auch wenn sie mir Lob geben, aber dann tun sie das, weil sie mich hier einordnen und sagen, ach, du bist ja ein fähiger Druckreimer, so fähig, dass so weit über dem Normalbürger, schaut dir mal hier das bisschen hier, der kleine Unterschied, so seht ihr mich, der Normalbürger, aber dann sind die Druckreimer, das ist halt so einer mit Hobby, da ist bisschen, der steht so ein bisschen noch drüber, so über, aber dann kommt das Niveau der erfahrenen Kriminalpolizisten und noch weiter drüber sind die tollen Fallanalytiker. Aber das ist nicht die Realität, sondern die Realität ist das Universalgenie, top of the world, global und aller Zeiten. Versteht ihr? Das Universalgenie steht über allen Menschen, die heute leben oder die jemals gelebt haben, außer Jesus Christus. Versteht ihr? Wenn in eurem Denken ich da unten bin, dann reden wir aneinander vorbei. Das ist Blödsinn dann. Und ja, das ist eben die Situation. Und das geht nicht in euer Hirn rein. Das geht nicht in euer Hirn rein. Mein ist die Weltherrschaft. Versteht ihr, Deppen? Ihr seid von mir abhängig und das werdet ihr noch merken. Das werdet ihr noch merken. Und auf meiner Website gibt's jetzt, wie ich feststelle, ein paar Leute, die mir grundsätzlich und sofort, wenn sie, also die sind nur noch da, um mir Dings zu geben, einen Daumen nach unten. Jetzt beachte ich das ja nicht so grundsätzlich, aber ich sage mal so, wenn es jetzt Leute gibt, die jetzt so, weil ich mal jemand vielleicht kritisiert habe, oder weil sie meine, da gab es diesen Robert,
diesen Robert, das ist ja immer noch anonym, aber der hat sich ganz ausdrücklich gesagt, er akzeptiert mich als begabten Detektiv, aber eben nicht meine Ansprüche von der Weltherrschaft und so weiter, da ist er richtig dagegen sozusagen. Das ist, seit ich solche Sachen bringe, ist er dagegen. Und dann sage ich allen solchen Leuten, dann verzieht euch lieber. Irgendwelche Daumen, das könnt ihr wirklich so geben, wie ihr's wollt. Trotzdem, wenn ich jetzt feststelle, dass ich Feinde habe. Ich sag mal, Judas war ja auch ein Anhänger Jesu, und dann war der nicht zufrieden, war ein Jünger Jesu, ganz normaler, und dann die Parallelen würden ganz, ganz gut passen, um es so zu erklären. Wenn es Fans gibt, die erstmal ja ganz normale Fans waren, und dann kam es an einen Punkt, wo ein Hass entstand, und dann gehen die aber nicht. Manche hauen dann einfach ab, und manche bleiben und werden Feinde. So, aber dann eben aus dem Umfeld heraus, und dann sind sie nur noch da, um feindlich zu handeln. So, und den Leuten sag ich eine Warnung. Schaut euch an, wie es beim Judas am Ende geendet hat. Ja, und da denken wir, ach, wie soll denn das? Das ist ja weit entfernt irgendwie, man hat ja gar keinen Kontakt. Ich spreche die Warnung einfach aus. Wenn es Leute gibt, die von mir nichts halten, die sich abgewendet haben von mir, dann verschwindet lieber. Wenn ihr aber meint, jetzt praktisch als Feinde im nahen Umfeld zu bleiben und eben versuchen, mir zu schaden, dann warne ich euch einfach einmal jetzt in diesem Video. Sagt es nur so, ich rate davon ab. Da bringen wir jetzt mal ein Beispiel vom Ananias und Sapphira. Also nicht, dass ich jetzt jemand was tue, aber das ist ein Beispiel, wie Sachen ganz schlecht ausgehen können. Ein Mann aber mit Namen Hananias und seine Frau Sapphira verkauften einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Der ist tot umgefallen. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich aber etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war.
Aber Petrus sprach zu ihr, sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach, ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Ja, also das, ich sag das nur, wenn ihr euch, wenn man sich in mir verschätzt, dann kann es lebensgefährlich werden, ohne dass ich irgendwas mache. Hier, versteht ihr, auch der Petrus hat nicht gesagt, jetzt verfluche dich und dann ist sie dort umgefallen. Nein, das ist völlig von Gott. Er hat auch nicht irgendwie aktiv was gemacht. Das ist völlig von Gott ausgegangen hier. Und ja, also, und da sage ich, wenn es also Leute gibt, die mich scheiße finden, dann haut lieber ab. Dann haut lieber ab, als in der Nähe zu bleiben und gegen mich zu arbeiten. So, das nur mal, weil mir das eben auffällt, dass es, ja, es gibt Leute, die grundsätzlich jedes Video sofort negativ bewerten. Ja, dafür wird von mir niemand mit dem Tod bestraft, aber ich sag's einfach mal grundsätzlich, das, was ich gesagt habe. Okay, so, das ist jetzt mal das Thema gewesen. Und ja, weil es wird Leute geben, denen das nicht gefällt. Versteht ihr? Es wird Leute geben, und es gibt die auch, die wollen mich auf diesem Niveau, komme was da wolle, die wollen es nur so sehen. Und wenn ich das rede, dann sind das meine Feinde. Und dann sage ich, dann verpisst euch. Weil die denken, wir zeigen dem Pfizer jetzt, dass wir ihn nur als Druckreimer und als Detektiv oder so akzeptieren. Und einfach um mir das zu zeigen, und dann denken sie, ja, wenn wir jetzt alle zusammenhalten, ich scheiß drauf, ich bin immun gegen alles, was irgendwie eine Gesellschaft das provoziert mich nur, versteht ihr, das provoziert mich nur, das beeinflusst mich nicht in der Richtung, wie ihr es vielleicht denkt, aber es provoziert mich. Ja gut, dann denken manche, ja, auch das ist gut, weil wenn wir ihn provozieren, dann macht er eine Überreaktion und dann kommen wir doch zu unserem Ziel, weil sie mich dann schädigen, weil ich dann überreagiere, und dann können sie mich auf diese Weise schädigen. Nein, versteht ihr? Es gibt, ich bin reflektiert. Ich bedenke, was ich mache. Ihr werdet keinen Erfolg haben. Weder auf die eine Seite, dass ihr mich beeinflusst, weil ihr einen Shitstorm machen könnt oder irgendwas, noch indem ich überreagiere. Ich gehe an die Grenzen bei meiner Reaktion, aber ich mache keine Überreaktion. Ja. Deshalb sage ich, Leute, verpisst euch dann lieber, die es noch nicht getan haben. Wenn ihr mit dem Universalgenie und mit dem Weltführer, wenn ihr das ausschließt, wenn ihr sagt, das ist verrückt, damit wollen wir nichts zu tun haben, wir versuchen ihn wieder auf das Niveau eines Druckreimers irgendwie
vergesst es und verpisst euch dann. Und die Warnung, wenn es nicht tut, habe ich gesagt. Und dann ansonsten müsst ihr eben, müsst ihr das mit dem leben, was euch passiert oder nicht passiert. Schauen wir mal. Okay, also, ich gehe von diesem Anspruch nicht mehr weg. Und auch wenn ich, und das habe ich gesagt, und dann habe ich aber auch gesagt, interessant wird es, wenn es doch einen Fall gibt, wo mein Aufstieg, sag ich mal, nicht mehr, versteht ihr, die Medien versuchen mich total zu ignorieren. Und wenn sie das aber mal nicht mehr können, dann habe ich in der Vergangenheit für so einen Fall, dass ich einfach über die Medien doch irgendwie bekannt werde, habe ich dann gesagt, ja, ich kann jederzeit wieder rein seriös auftreten. Ich mache hier Stilmittel und mit Satire. Und aber ich bin bereit, so ganz auch wieder ganz seriös, wenn ich endlich Journalisten finde, die mich da nicht ignorieren. Aber das ist vorbei, versteht ihr? Das ist vorbei. Damit verspreche ich euch auch eine hochinteressante Zukunft. Versteht ihr? Wenn ihr mal merkt, dass es ich bin ja schon, also RTL hat mich schon angefragt, im Fall Nick Stolz, und ich bin auch, es gab ja auch schon immer wieder Medienartikel, auch im Fall mit diesen betäubten Mädchen, hat ja das Hamburger Abendblatt da, die Bergedorfer Zeitung, Lokalteil, über mich berichtet und so weiter. Es gibt ja Berichte. Aber wenn das einfach noch mehr wird man beginnt richtig auch große Erfolge zu berichten, stellt euch sogar vor, ich würde in eine Talkshow eingeladen oder irgend sowas. Also aus heutiger Sicht halte ich das für falsch. Ich will diese Medien boykottieren, aber irgendwie wird es natürlich dann doch in so sein, ob die über mich berichten wollen und antworte dann praktisch selber in meinem YouTube-Kanal und auf meiner Website, oder dass ich zum Beispiel den Spieß umdrehe und sage, ich bin zu einem Dings bereit, versteht ihr, weil wenn man jetzt ein Skype-Interview macht oder Zoom oder so, das kann auch ich aufnehmen und dann können die nicht einfach beliebig was herausschneiden und so. Also ein Skype, also dass ich zu einem Fernsehsender gehe ins Studio und die nehmen dann was auf und tut es irgendwie schneiden, wie sie wollen, also das wird mir nicht gefallen, aber dass es praktisch so etwas Transparentes ist, wo auch dann ich aufnehmen kann, so ein Gespräch. So, da wird man, also das kommt drauf an. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, was es geben kann. Aber wenn es stellt euch einfach sowas vor, und da hätte ich dann in der Vergangenheit wäre ich bereit gewesen, dann einfach normal mit denen zu reden, ohne jetzt zu sagen, ich meine die Weltherrschaft, sprich das Universalgenie von Planet Erde, die intellektuelle Krone der Schöpfung, der Weltführer der Menschheit in der zukünftigen globalen Babysitokratie. Aber stellt euch das vor, etwas, das dann später im Fernsehen ausgestrahlt wird, wo ich solche Sachen sage. Versteht ihr das? Normalerweise wird man das eben, ignoriert man mich. Aber wenn man mich nicht mehr ignorieren kann, Leute, dann wird's interessant, weil ich
Ich kündige es an, ich ziehe es durch, ich ziehe es durch, ich gehe nicht mehr zurück und mache meine Ansprüche kleiner. Ich ziehe es durch. Und ja, wer das nicht will, der soll sie einfach verpissen, weil die Überlegung, dass ich, wenn man mir viel praktisch Opposition entgegenbringt, ich dann sage, hoppla, oh, die sind ja, die geben mir ja Feedback, dass ihnen das nicht gefällt, ha, dann werde ich mich ändern, damit ich nicht ausgegrenzt werde. Blödsinn, ich habe jahrzehntelange Erfahrung mit Ausgrenzung, ich bin ein Überlebender, ich bin einer, der ist immun gegen solche Sachen, versteht ihr? Blödsinn hier, mich mit Ausgrenzung bestrafen wollen oder mit irgendwas. Ich sag's euch, verpisst euch, solange ihr könnt. Wenn euch was nicht passt. Aber vergesst die Idee, auf mich einzuwirken, hier irgendwie mal mit einem Shitstorm oder mit das und das. Oder sowas kann böse enden. Jetzt gehen wir also wieder da zurück zu dem Fall. Das ist was anderes. Oh, nochmal. Also das ist dann dieser Artikel. Das heißt also, das wahrscheinliche Szenario ist eben jetzt nicht, dass die sich von diesem Arzt was hat spritzen lassen. Das anzunehmen ist abwegig. Und es ist auch ein Skandal, wie sich das Ganze entwickelt hat und was die Bild-Zeitung heute noch schreibt mit dem Michael Jackson-Dings, dass sie nicht über diese andere Ärzteverbrechen berichten. Hier ist es viel wahrscheinlicher, versteht ihr, das müsst ihr euch mal vorstellen, ihr seid im Krankenhaus und es jagt, ihr werdet gejagt wie freiwillig mit solchen Sachen hier. Versteht ihr? Ihr kommt in ein Zimmer, da müsst ihr irgendwas holen und dann hinterm Schrank steht der Arzt, der betäubt euch zuerst von hinten mit so einem Mittel, dann spritzt er euch was und vergewaltigt euch und am Schluss seid ihr tot und die lügen und betrügen jahrelang und die Medien schreiben Scheiße. Versteht ihr? Ihr seid, dass das jetzt rausgekommen ist, irgendwie so langsam, da dürft ihr nicht denken, naja, das System funktioniert. Nein, wie soll ein System funktionieren, wo jede dritte Ärztin missbraucht oder vergewaltigt wird im Krankenhaus? Wie soll hier ein System, ihr seid unter Raubtieren, aber ihr seid deshalb unter Raubtieren, weil das eben hochintelligente Verbrecher sind. Und ihr Deppen, ihr könnt nicht eine Gesellschaft aufbauen ohne mich, weil diese hochintelligenten Verbrecher dem Rest einfach überlegen sind. Und so sind ist aus in die Justiz und die Medizin zusammen, wenn man die einfach machen lässt, praktisch das freie Spiel der Kräfte, dann machen die Zustände, wo so nebenbei heißt, ich habe es ja in den Artikel gezeigt, dass jede dritte Frau im Krankenhaus sexuell missbraucht wird. Solche Zustände schaffen die dann. Aber
Das ist ja etwas, das seid ihr euch ja gar nicht bewusst, weil das, das steht irgendwo als eine Studie und kommt dann mal, aber was von was ihr ausdenkt, ihr denkt ja, jetzt, wir haben einen Rechtsstaat und die Ärzte und die Medizin, die hilft uns. Leute, versteht ihr, damit das Ganze funktioniert, muss... Ich zeig's euch was. Man muss jetzt nicht alle Ärzte umbringen, aber damit man, versteht ihr, hier sind die schweren Verbrecher im Gefängnis. Sie sind auf den Knien, oder also in dem Bild ist nicht, aber in anderen Bildern sind sie auf den Knien und beten zum lieben Gott. Und solche Zustände praktisch, das sind auch Leute dabei, die praktisch Mitläufer sind. Ja, manche sind auch Mitläufer. Aber ist doch besser, sie sind solche Mitläufer. Versteht ihr? Solche Mitläufer. Und damit man diese Gesellschaft wieder hinbekommt und nicht nur hier praktisch die Mörder und was weiß ich, die Gewaltverbrecher, die Dummen, dass man nicht nur die dummen Gewaltverbrecher in den unter Kontrolle bekommt, sondern auch die Raffinierten. Unterm Strich, ja, das hier hat jetzt, da hat jetzt, ich habe ja alle möglichen Missstände kritisiert in christlichen Gemeinden, angeblichen, und habe von angeblichen Teufelsaustreibungen berichtet, wo ich davor ausgehe, dass der Pastor die Dämonen mitbringt, sozusagen, die er vorgibt auszutreiben. Und allen möglichen Missständen hab ich berichtet. In diesem Video habe ich so eine Organisation gelobt, die sich jetzt hier für die Missionierung von Strafgefangenen einsetzt und habe gesagt, es freut mich, wenn man jetzt sieht, wie die ein neues Leben beginnen und jetzt nicht nur, wenn das nicht nur sich auf eine Veranstaltung bezieht, wo sie jetzt ein bisschen eben da so im Gefühlsrausch sich befinden, sondern das wirklich nachhaltig ist, auch im Alltag, dann freut mich das. Dort funktioniert es. Ich habe gesagt, das ist natürlich mein, wenn ich von Gott rede, darf sich das auf Dauer auch nicht irgendwie jetzt darauf beschränken, dass ich nur jetzt mich zum Universalgenie erkläre, mit allen anderen Christen Streit habe und nur als Kritiker. Nein, man sieht in diesem Video auch so dieses harmonische, die christliche Gemeinschaft und so weiter und Friede, Freude, Eierkuchen. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Aber das ist etwas, also entweder ich bin einer, den Gott nicht, mit dem Gott nichts zu tun haben will, auf Dauer, weil er mich nicht leiden kann, weil er so wie andere Leute mich kritisieren. Manche, du musst mehr auf Liebe setzen, du musst mehr auf das und das. Meine Situation ist das Ergebnis, dass ich was falsch mache. So denken manche. Kann es auch geben. Aber im Fall von Josef war seine Situation nicht das Ergebnis, dass er was falsch gemacht hat. Dass Josef im Gefängnis war, entsprach einem Plan Gottes. Josef war unschuldig im Gefängnis und Gott hat ihm jahrzehntelang nicht geholfen,
Also er hat diese Situation nicht verändert, weil er einen Plan hatte. Und man hat aber er hat ja so ganz Unrecht getan, wenn man jetzt gesagt hätte, dass Josef, du bist deshalb im Gefängnis, weil du so eingebildet bist. Das hätten ihm ja manche vorgeworfen, oder das. Nein, Josef war, Gott war nicht gegen Josef, und der äußere Schein hat getrogen. Und es hat eben nur eine Zeit gedauert, bis Gott dann zum Ausdruck gebracht hat, was er von Josef denkt. So, und das ist auch meine Hoffnung. Und dann aber sage ich, ja, dann muss natürlich, wenn jetzt jemand sagt, das ist praktisch so christliche, harmonische christliche Friede, Freude, Eierkuchengemeinschaft, das ist ja das, um was es geht, und das verändert die Welt, die Liebe und so weiter. Dann sage ich, okay, oftmals ist das nur dummes Geschwätz, und würde mir das zu Unrecht vorgehalten und so weiter. Aber es ist natürlich auch so. Oder ja, wenn es jetzt eine Gemeinde gibt, die im Argen liegt, dann ist die Lösung nicht, dass man sagt, ach, die Kritik lassen wir weg und wir tun jetzt nur auf Friede, Freude, Eierkuchen erlegen. Nein, dann man muss auch kritisieren, und so weiter. Aber das Friede, Freude, Eierkuchen gehört auch dazu, am Ende auch dazu. Das ist jetzt nicht das. Und ja, jetzt, und deshalb ist es natürlich so, das sage ich, ja, sowas muss, sage ich selber, wenn ich jetzt im Recht wäre, dann muss sowas Harmonisches, Schönes, Gutes auch bei mir irgendwann mal dazukommen, sage ich mal. Es gibt kann Gründe geben, warum das zeitweise nicht so der Fall ist, aber als Endzustand kann es nicht sein, dass ich mit allen Christen im Streit bin, ich bin ja nicht mit allen Christen im Streit, aber ja, ich bin halt der Ausgestoßene, und einerseits so, und ich kritisiere die anderen auch. Also es ist eben etwas zwischen uns und kein Friede, Freude, Eierkuchen. Also Friede, Freude, Eierkuchen muss auch noch dazu kommen. Das ist ganz klar, aber eben alles zu seiner Zeit. Man kann nicht sagen, ja, weil das jetzt hier nicht so ist, wie wir uns vorstellen. Deshalb ist der Faisal, muss sein Verhalten ändern, muss mehr auf Liebe und bla bla bla. Nein, also gut, das ist also, ja, also ihr könnt's nicht ohne mich, diese Menschheit hat keinen Durchblick ohne mich. Ihr macht's immer wieder falsch. Und wie gesagt, ich habe diesen Fall jetzt nicht bisher verfolgt, aber das Wichtige ist eben zu erkennen, dass es immer noch offenbar falsch machen. Es geht auch so nicht auf zu denken, dieser Arzt, also diese Frau hätte sich von dem freiwillig was spritzen lassen. Das ist Blödsinn. Bisher waren das die Lügen, wo dieser Fickmörderarzt hier mit dieser Schlampe hier offenbar also die so weit gebracht hat, dass sie gelogen hat, praktisch für ihn. Und jetzt kam das raus, aber die gesamte Geschichte stimmt eben nicht. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, die Unterschiede, wie man das Mittel einsetzt, das eine Mittel, das andere Mittel. Hier muss man, hier spricht alles dafür, dass es zuerst ein anderes Narkosemittel gab, weil diese Frau
auf der Flucht war vor diesem Arzt. Warum soll die sich hier was spritzen lassen? Der hat die Frau zuerst gewaltsam überwältigt. Und das will ich euch Frauen sagen. Stellt euch die Situation vor. Ihr denkt, ihr seid in einem Krankenhaus. Und dann merkt ihr mit Grauen, ihr seid, versteht ihr, um euch herum ist alles seriös. Irgendwie, ihr könnt, wenn ihr jetzt was sagt, dann wird man euch vielleicht gar nicht glauben, weil ihr alles so seriös ist, weil es alles, versteht ihr, ich würde euch glauben. Ich bin jemand, der sich bewusst ist, was für, oder der sich keine Illusionen macht über die Realität. Aber stellt euch vor, ihr seid eine Dings, ob die, das kann ja sein, versteht ihr, das war schon der dritte Versuch, und was heißt Versuch, dass sie gemerkt, versteht ihr, wenn jetzt er sie schon dreimal betäuben wollte. Sie riecht das Chloroform und er hat einen Wattebausch in der Hand, aber er hat sie dann doch noch nicht angegriffen. Aber sie hat schon einen Verdacht, versteht ihr? Stellt euch das vor. Sie traut sich aber noch nicht, es jemand zu sagen. Stellt euch das vor. Ihr seid diese Situation, versteht ihr? Das ist ja um euch herum, ich denken alle, sie sind jetzt in einem seriösen Krankenhaus und so, und aus dieser Verkleidung des seriösen Arztes merkt ihr, ihr seid hier freiwillig, da findet eine Jagd statt. Ihr habt Angst, in einen Raum zu gehen, in eine Türe zu öffnen, weil ihr nicht wisst, lauert, wenn ihr in dem Raum seid, kommt ja dann jemand rein und stürzt sich auf euch. Versteht ihr? Wenn das jetzt ein Verbrecher wäre und alle, und ihr könntet Hilfe schreien oder was weiß ich, und es hilft euch jemand, das ist das eine, aber ihr merkt, dass um euch herum sind alle verblendet, die realisieren das noch gar nicht, was es hier an Gefahr gibt. Aber wenn ihr jetzt davon redet, dann werden die sagen, ihr seid verrückt, weil ihr habt ja jetzt noch keine Beweise. Also das kann gut sein, versteht ihr, dass diese Frau in ihren letzten Stunden hier in diesem Krankenhaus wie ein gejagtes Freiwild war, sie sich so dessen bewusst war teilweise, aber es noch nicht die Schwelle erreicht hat, wo sie die Polizei ruft, wo denkt, stellt euch dieses Grauen vor, dieses Grauen, dass die Frau mit ihrem Instinkt merkt, Mensch, der ist ja hinter mir her und so, und nicht nur, und ich bin in Gefahr, aber sie's noch nicht schafft, irgendwie sich jemand zu offenbaren, sie will ihren Beruf nicht verlieren und das, und dann sagt sie sich, ja, genau, ich habe noch keinen Beweis und so, aber stellt euch diese Jagdsituation vor, und dann kommt sie eben doch in ein Zimmer, der kommt dazu und betäubt sie, und am Ende ist sie tot. Stellt euch das vor und schaut euch an, wie sich dieser Fall entwickelt hat. Ihr ohne mich habt ihr keine Chance. Ohne mich habt ihr auf diesem Planet keine Chance. Weil das eine ist natürlich, weil es geht ja um verschiedene Ebenen. Es geht nicht nur um Sexärzte im Krankenhaus. Es geht ja auch um die Weltpolitik. Das ist ja ein Beispiel praktisch. Das Ganze findet ja auch auf der Ebene der Weltpolitik statt. Und ich habe den Artikel ja schon erwähnt, kann ich nochmal erwähnen.
Dann denkt ihr, ja, aber wir haben ja schon, es gibt ja Leute, eine von meinen Abonnentinnen hat mir diesen Dr. Paul Brandenburg positiv erwähnt. Aber schaut ihr, da kommt jetzt das Ausgangsbild hier, um was es geht. Da ist es bei Bild, der ist bei Bild interviewt worden. Aber ich werde nicht bei Bild interviewt. Es ist nicht, es ist jetzt nicht automatisch das könnten die auch irgendwie hinbekommen, dass sie bei meinem Bild noch ihr Logo hier hinmachen. Aber das ist jetzt nicht der Beweis, dass er nichts taugt, weil er bei Bild in die Medien kommt. So einfach ist es nicht. Aber ich weigere mich praktisch so. Deshalb, wie gesagt, RTL wollte ja mit mir schon mal was machen und ich habe dann darauf bestanden, dass das Ganze, dass ich mich von RTL irgendwie distanzieren kann. Dass es nicht so rauskommt, ja, weil der Petermann ist ja der Experte von RTL für kriminalistische Sache. Dadurch hat er eben natürlich mehr Ruhm und so weiter, aber es ist so, da wird eine klare Kooperation, ich finde, da statt. Und der Peter Hane zum Beispiel, der Peter Hane, der sagt viele vernünftige Sachen. Der sagt viele vernünftige Sachen, aber er kooperiert mit Bild-Zeitung. Und Bild das sind Feinde der Menschheit. Die Bild-Zeitung muss untergehen. Und er tut die Bild-Zeitung ist nicht mehr. Wenn Sie mit Neuropathie und die Bild-Zeitung ist nicht mehr Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Und wenn er so auftritt, ist er ein Kooperationspartner. Und er sagt sich, das gibt mir die Möglichkeit, dass ja wichtige Sachen, die ich zu sagen habe, Gehör in der Öffentlichkeit erhalten. Aber das ist eine falsche Herangehensweise. Bild ist selber etwas, das man bekämpfen muss. Man kann da mal irgendwie, wenn man gefragt wird, denen eine Antwort geben. Aber das ist eine Kooperation, was die machen, und in der Weise, also Bild muss untergehen. Damit meine ich jetzt nicht, ihr Haus muss abgebrannt werden. Also das heißt, das kann natürlich eine Situation eintreten, wo es nicht mehr diese Bildzeitung ist, wie es heute ist. Ich würde auch auf eine Namensänderung bestehen, sage ich mal. Aber kann es natürlich schon sein, dass man irgendwann ein Zustand da ist, wenn die jetzt praktisch hier auf Knien sich quasi bereut haben, das darf halt nicht zu oberflächlich sein. Aber so will ich sagen, wenn ich jetzt sage, Bild muss vernichtet werden, dann geht es natürlich, wie gesagt, nicht darum, dass ihr Haus abgebrannt werden muss. Und wenn das dann mal ein ganz anderes Medium ist,
dann muss man sehen, was in der Zukunft ist. Aber ja, also das einfach nebenbei. Also so wie der es hier macht, das ist auf jeden Fall falsch. Und es ist auch so, dieser, wenn man jetzt so rangeht, der muss natürlich nicht getötet werden, dass ich sage, der muss sterben und das ist die einzige Lösung. Nein, der Mann kann schon irgendwann mal also es geht einfach darum, dass es heute gibt es niemand, wo für mich ein Ersatz darstellt, sondern den zum Beispiel habe ich auf die Wiener Reichsbrücke hingewiesen und er hat es ignoriert. Damit, da sage ich, der muss untergehen, was seine Rolle in der Öffentlichkeit angeht. Auch der, denen, wo ich mit der Wiener Reichsbrücke komme, die das ignorieren, die müssen aus der Öffentlichkeit zumindest mal zuerst mal ändert denen ihre Rolle in der Öffentlichkeit. Ja, wenn meine Zeit beginnt, ist denen ihre Zeit zu Ende, sage ich. Es gibt keine Alternative zu mir. Es gibt, ja, und deshalb, ich fordere euch auch auf, nennt mir irgendwelche Leute, nennt mir irgendjemand, wo ihr denkt, ach, die sagen ja was Gutes, die sagen ja auch was Ähnliches, wie der Faisal teilweise, aber das sind alles Leute, die haben auch mengenmäßigen, zahlenmäßigen Erfolg in der Öffentlichkeit, weil sie einfach durch ihr Auftreten für euch attraktiver seid. Und dann meint ihr aber immer, die könnten ein Ersatz sein. Und ich sage nein, niemand. Und jetzt kommen wir an einen weiteren Punkt. Und jetzt, ich habe übrigens festgestellt, wie ich das Video anhalten kann. Mache ich gerade mal kurz, weil, Moment, da muss ich hier drücken. So, jetzt läuft es wieder weiter. Ich wollte schauen, ob ich schauen kann, wie lang das Video jetzt bereits läuft, aber das kann ich jetzt nicht. Die Frage ist, ob ich jetzt das nächste hier noch reinpacke. Ja, komm, ich pack's rein, weil ich habe ja jetzt diesen Fall sowieso schon so, ausgehend von dem Sexthema habe ich auch so viel Weltanschauliches, dann packe ich das auch noch rein. Achtung, es geht, ich habe hier einen Artikel, das ist jetzt der Februar 2022 und in dem Artikel, also der Westen tönt suizidal, Russland ruinieren, Tsunami, Atomexplosion und 10 Millionen Tote New Yorker als Warnung und Ende der Ära der USA und des Westens, Fragezeichen, kein Gegenschlag, da kein Verursacher beweisbar und apokalyptische Atomraketenabschreckung bleibt aktiv. Das ist ja, was ich immer wieder gebracht habe. Dieses Teufels-NATO sei verflucht und verrecke. Sogar russische Mafia hat mehr Ehre als westlich-teuflische verlogene Pseudodemokratien. Und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang habe ich auch immer wieder gewarnt, vor dieser Sache,
Moment, mit dieser westlicher Idiotenabschaum hirnverschissener Arschfickernationen statt auf Ukraine-Invasion. Dabei geht es zuerst um den Abschuss von 32 NATO-Satelliten. Und gegebenenfalls ein paar Taraschender. Siehe vor allem Majorca. Das war meine, versteht ihr, das war noch vor dem vor dem Beginn der militärischen Sonderoperation der Russen gegen die Ukraine. Und damals habe ich mich verschätzt, aber das ist auch zulässig. Ich sage ja nicht, dass ich ein Prophet bin, aber ich habe gedacht, bevor die den Krieg beginnen, schießen die NATO-Satelliten ab. Das haben sie nicht, in dem Moment nicht gemacht. Aber diese Überlegung mit diesen Satelliten bleibt weiter. Das bleibt weiter. Und ich denke, aktuell, und ich denke, es wird sich nur eben ein bisschen verzögert, aber es wird kommen. Es wird kommen. Und jetzt verweise ich auf diesen Artikel von 2021, wo über eine Waffe der Russen berichtet wird, mit denen sie NATO-Satelliten abschießen können. Das Wettrennen um den Weltraum hat eine dunkle Wendung genommen, als Russland beweist, dass seine neue Waffe Star Warrior ist, Satelliten in einer Entfernung von bis zu 800 Kilometer zu zerstören. Eine erschreckende Drohung wurde vom russischen Staatsfernsehen herausgegeben, dass das Land das System einsetzen könnte, um etwa 32 westliche Satelliten zu zerstören, was die NATO-Raketen nutzlos machen könnte. Okay. In den Medien wurde damit geprahlt, dass Russland im Falle einer Verschlechterung der Beziehungen 32 GPS-Satelliten auslöschen könnte, die für die Militäroperationen der NATO einschließlich der Ortung von Raketenangriffen entscheidend sind. Ich überspringe manchmal etwas, um die entscheidende Sache eben rauszustellen. Das bedeutet, dass die NATO, wenn sie unsere rote Linie überschreitet, Gefahr läuft, alle 32 ihrer GPS-Satelliten auf einmal zu verlieren. Er sagte, das würde alle ihre Raketen, Flugzeuge und Schiffe blenden, ganz zu schweigen von den Bodentruppen. Die Warnung kommt, da sich die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen weiter verschlechtern, da befürchtet wird, dass Putin kurz vor einer Invasion in die Ukraine steht. Also, und ich sage, ich habe die Entwicklung in vielem, ich habe Corona 15 Jahre vorher vorhergesagt. Ich habe dazu auch Video gemacht, hier, bloß das weiß ich nicht mehr, die sind online hier, aber ich habe so viele Videos gemacht, oft 4, 5, 6 Stunden und noch länger, ich weiß jetzt spontan nicht wo, aber ich habe Sachen gezeigt, ich habe Screenshots gezeigt, wo ich auf das eingehe, und beweise, jetzt habe ich das Zeug eben, wird beschlagnahmt, aber ich hab's gezeigt und die Videos sind auch online, dass ich circa vor 15 Jahren schon von Corona, also nicht das Wort Corona, aber das, was diese Biowaffe gegen das Volk, davon habe ich schon geredet und ich habe diesen Transhumanismus, dass man
Da hat der Dings vor einiger Zeit gesagt, Klaus Schwab, dass man Gedanken lesen kann, praktisch durch technische Mittel herausfinden, wie jetzt in einem Raum das Publikum denkt, zum Beispiel so, ja. Ich habe schon vor 10, 15 Jahren gesagt, dass das kommt und wie es einzuordnen ist, welche Bibelstelle das schon vorhergesagt hat, und habe gesagt, das ist dann nicht, dass man frei irgendwelche Gedanken lesen kann, sondern das ist, wenn man jemand mit etwas konfrontiert, und dann kann man messen, ob die Person darauf zustimmend oder ablehnend reagiert. Das ist es praktisch. Nicht jetzt ganz frei Gedanken lesen, sondern Reaktionen auf Informationen. Ja, okay. Also ich habe in vielem praktisch die Zukunft schon längst vorher gewusst, aber was konkrete Ereignisse angeht, hier zum Beispiel, wo ich gedacht habe, es könnte so sein, dass bevor es den Krieg mit der Ukraine gibt, schon die NATO-Satelliten abgeschossen werden. Aber das war nicht der Fall. Solche Fehler mache ich. Und deshalb sage ich ja, ich bin kein Prophet bisher. Ich kann noch zum Prophet berufen werden. Ich bin scharfsinniger Analytiker. Und auf diese Weise versuche ich, die Sachen zu ergründen. Und da ist es keine Blamage, keine schlimme Blamage, dass ich bei dieser zeitlichen Einordnung gedacht habe, die USS-Satelliten würden schon zu Beginn des Ukraine-Kriegs abgeschossen. Das ist nicht schlimm, dass ich das gedacht habe, versteht ihr? Das habe ich falsch gedacht, aber es ist harmlos. Es ist überwiegt, dass ich praktisch die grundsätzliche Entwicklung schon seit Jahrzehnten richtig voraussehe. Und dann ist es so, das bleibt, es wird nur verschoben, diese Überlegungen hier mit diesem, da ist dieses praktisch, dass das so abgeschossen wird. Das Ganze ist nur etwas die zeitliche Einordnung. Da um das geht's. Ja, und jetzt, Leute, jetzt sind wir ganz aktuell beim Taurus. Wir sind, erst sage ich noch was anderes. Hier, dieser Artikel, schaut euch an. Das ist jetzt ein Artikel hier, so Aero, das sind so Luftfahrt-News und so weiter und so fort. Die NATO baut ihre Kapazitäten zur Kriegsführung im All aus, weil sie sagen, also die NATO wird immer mehr von Technik im All abhängig. Über Satelliten läuft die Kommunikation bei Militäreinsätzen. Sie werden zur Aufklärung und Spionage sowie für Navigationssysteme genutzt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ein Angriff auf Satelliten der NATO-Staaten ihre Verteidigungsfähigkeit erheblich einschränken könnte. Also da seht ihr es, lest es, könnt es weiterlesen, ich lese es jetzt nicht, ihr könnt es anhalten, wenn ihr es lesen wollt. Aber das ist etwas, das ist Realität. Die Amerikaner wissen das, dass sie hier verwundbar sind. Und und jetzt sage ich euch etwas.
wir stehen kurz davor, dass das wahr wird. Und wenn die Russen, versteht ihr, das ist etwas, das kann ich nicht so machen, dass die Russen sagen, hey, jetzt schießen wir mal ein oder zwei NATO-Satelliten ab zur Warnung. Nein, wenn sie auf dieses Eskalationsniveau setzen, dann müssen sie wirklich, dann müssen sie es durchziehen. Versteht ihr, manche Sachen, der kann ich nicht halbherzig, so ein bisschen du, jetzt warnen wir dich manchmal nochmal und bla bla bla. Manche Sachen, wenn du dich entscheidest, dich zu wehren und anzugreifen, dann musst du es durchziehen. Dann musst du es durchziehen. Und das machen manche nicht. Und deshalb ist auch die Maya Rutsch tot, weil sie sich offenbar halbherzig gegen Satanisten gewehrt hat. Du musst es dann durchziehen. Und das heißt, wenn die Russen sagen, jetzt ist die rote Linie erreicht, dann müssen sie alle NATO-Satelliten abschießen und dann müssen sie aber auch diese Situation nutzen. Wenn sie das schaffen, alle abzuschießen, dann sind die USA wehrlos. Versteht ihr? Dann haben die USA verloren. Dann sind die USA wehrlos. Wenn das so stimmt, und das ist praktisch, dass es wohl stimmt, sieht man, weil es ja auch praktisch, das sagen die Russen, und der Westen sagt, ja, es ist so, wir sind abhängig von Satelliten. Wenn wir keine Satelliten haben, dann funktioniert unsere Militärtechnik nicht mehr. Dann können wir mit Pfeil und Bogen nach den Russen schießen, versteht ihr? Dann ist Amerika am Ende, dann ist es das Ende einer Epoche, das Ende einer Ära. Eine Zeitenwende. Und wer redet hier seit einiger Zeit von der größten Zeitenwende seit 2000 Jahren? Das Universalgenie. Und in mehrere Videos habe ich es gesagt, auch hier, wer hat recht, beziehungsweise Josef oder noch nicht Josef? Top oder Flop? Die Zeit um den 16.10.2023 und das Universalgenie. Aber Achtung, ob ich jetzt endlich mal auch bei der zeitlichen Einordnung richtig liege, das wird man sehen. Ich sage das nicht als Prophet, ich sage das als Analytiker. Deshalb habe ich, als jemand, der versucht, biblische Rätsel zu lösen, deshalb habe ich in dem Video begonnen mit dem IQ-Test, mit dem Logik-Thema. Aber das ist nicht gesagt, dass ich nicht auch mal wirklich auf der ganzen Linie recht habe und es genau so kommt. Das kann sein. Ich habe seit jetzt die mich hier anpissen. Ich habe mehrmals hier auch in diesem Video hier bin ich drauf eingegangen auf die Sache mit dieser auch da geht's schon um den Oktober. Ich bin um eine Zeitenwende. Es geht um eine Zeitenwende. Und ich sage schon lange, die USA werden untergehen. New York City wird vom Erdboden vertilgt. Und wie gesagt, vor allem die USA werden untergehen als Weltmacht. Und das sage ich schon lange und jetzt kann sich auch nochmal rauszögern, aber es kann auch diesmal stimmen und eine riesige Zeitenwende und das kann wirklich, das kann die Erklärung sein.
Das kann die Erklärung sein. Und nochmal, dieses Weib ist dabei, die Menschheit, das wird ja Millionen Todesopfer fordern. Und ein riesiger, ja, das ist ja eine Lobbyistin. Manche sagen Maulhure. Manche sagen, es ist eine Hexe. Es ist ein ganz, ganz, ganz verachtenswertes Wesen, wenn man praktisch sich verkauft und Lobbyarbeit macht und sie ist praktisch die schlechtesten Elemente der USA, also die Geheimdienste und jetzt, ich bin ja nicht gegen das amerikanische Volk, aber die Bösesten, die in der USA Politik machen, in deren ihrem Dienst steht die. Und also was hat sie gesagt? Sie hat sich für Taurus. Jetzt machen wir Strack Zimmermann und Taurus. Sie setzt sich dafür ein, dass diese Taurus Raketen geliefert werden, mit denen man die weit reichen, wo man in Russland schlimme Angriffe machen kann. Und Russland hat in der Vergangenheit schon damit gedroht, dass sie westliche dass der Westen mittlerweile eine Kriegspartei ist. Immer, wenn man jetzt nur Waffen an ein Land verkauft, ist man noch nicht gleich Kriegspartei. Aber der Westen hilft der Ukraine aktiv mit seinen Satelliten und Aufklärungsflugzeugen auch. Und das bei den Angriffen. Und das ist bisher schon, aber wenn jetzt, sage ich mal, was weiß ich, hier ein Trupp mit 100 Soldaten jetzt da ranstürmt und die haben eben praktisch geheimdienstliche Aufklärungsinformationen bekommen, wo die Russen gerade sind, aber ja, so schießen sie halt mit der Panzerfaust und mit dem Gewehr und dann greift nicht Russland den Westen an, weil sie sagen, ja, die haben ja hier westliche Aufklärungsinformationen. Aber Russland hat schon so oft gewarnt, es wird immer schlimmer. Am Anfang des Krieges hat man Helme geliefert, Helme, und hat gesagt, anderes, wir können euch nicht mehr liefern der Ukraine als Helme, weil sonst würden wir uns ja mit Russland anlegen. Und dann sind sie immer mehr gemacht. Und jedes Mal haben sie so gesagt, da gab es eine Forderung und dann hat die Bundesregierung erstmal abgelehnt. Und dann gesagt, nein, das können wir nicht machen. Wir wollen das nicht mit Russland anlegen. Und dann haben sie jedes Mal so dieses Spiel eine Weile gemacht und dann haben sie genau das, was sie anfangs abgelehnt haben, haben sie dann geliefert. Und die haben sich immer gesteigert, da dabei immer abgelehnt und dann doch geliefert, abgelehnt, doch geliefert. Und so machen sie es auch bei diesem Taurus jetzt. Das, und eben immer gefährlichere Waffe für Russland, wo den Konflikt immer mehr steigern. Die haben das ganz stufenweise gesteigert und immer gelogen. Nein, das können wir erst gesagt, das können wir nicht machen. Aber das ist ganz bewusst von vornherein praktisch, weil sie es immer mit jeder Waffe, die sie geliefert haben, haben sie erst gesagt, ja nein, das können wir jetzt nicht machen und dann gab es eine Diskussion, ach, und dann haben sie es doch geliefert, ja. Und das machen sie jetzt mit den Taurus Marschflugkörper und ich sage, das kann der Moment sein, wo es auslöst, dass die Russen das Ding
anfangen, die NATO-Satelliten abzuschießen. Jetzt geben wir mal hier ein, Strack, da zum Beispiel. Im Bundestag hat man erklärt, dass es der Ukraine freisteht, russisches Gebiet mit Taurus-Raketen anzugreifen. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ist der Meinung, dass es den Frieden gefährdet, wenn der Westen Kiew weniger Waffen zur Verfügung stellt. Da sagt sie, wir müssen jetzt dringend die Taurus liefern, weil die ukrainische Armee durch den gezielten Einsatz von Marschflugkörpern den Nachschub der russischen Truppen erheblich stören kann. Ja, und ich sage, viele sagen das, also Russland sagt, das ist jetzt der russische Kanal, Strack-Zimmermann hält mögliche ukrainische Angriffe auf russisches Territorium mit Taurus für legal. Ja, und ich sage, wir sind an einem Punkt, wo das jetzt eintreten kann. Also das, was ich mit den Dings sage, mit diese Satelliten. Und dann, Leute, versteht ihr? Ihr habt hier eure Medien und ihr habt hier die normale Entwicklung. Ja, es gibt ein bisschen Spannungen, aber ihr lebt so dahin und versteht ihr? Ihr seid, ich sage, ihr kommt in einen Zustand, wo ihr weinen werdet, wo ihr zittern werdet, weinen werdet, und ihr werdet erkennen, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben das Universalgenie von Planet Erde zu lange ignoriert. Ja, ihr werdet Angst um euer Leben haben. Und ich sag's euch, wie das über Nacht kommen kann. Ihr seid jetzt in einem Zustand, wo ihr euch nicht vorstellen könnt, was sich innerhalb weniger Tage entwickeln kann. Ich sage nicht, dass es jetzt mit Sicherheit in 2 Wochen so weit sein wird. Aber es ist, sogar das ist möglich, weil das kann jetzt ganz, ganz schnell gehen. Wenn es ist, nochmal, plötzlich habt ihr gehört, die Krimbrücke ist angegriffen worden. Oder so. Irgendwie, das ist nachts passiert und ihr wacht auf und plötzlich ist die Krimbrücke angegriffen worden. Aber mit diesen Taurus-Raketen kann alles Mögliche angegriffen werden. Und ich sag's euch, ihr werdet plötzlich aufwachen und die Welt wird eine andere sein, weil die Russen sich zum Beispiel, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, aber eine der Möglichkeiten ist es, was hier steht, wenn die NATO die rote Linie überschreitet, läuft sie Gefahr, alle 32 GPS-Satelliten auf einmal zu verlieren. Und dann, Leute, ja, und nochmal ganz wichtig, dass ihr nicht denkt, ja, was, alle auf einmal, nee, die tun vielleicht mal 3 abschießen und dann sagen sie, du, versteht ihr, das, so denken manche Leute so dieses Drohen, oh ja, ja, es gibt schon Sachen, wo man da noch drohen kann, aber beim Abschießen dieser Satelliten, da macht's keinen Sinn, hier nur ein paar abzuschießen, weil dann haben die Möglichkeit, mit den restlichen Satelliten ihre Raketen zu steuern, mit denen sie zurückschießen. Also das heißt nochmal, ich will euch für das an manche, wenn man sich auf einen Kampf einlässt, muss man auch entschlossen sein. Nur so drohen und so Drohgebärden, das ist nicht, das ist,
das macht oft keinen Sinn. Versteht ihr? Man kann dann schon nochmal innehalten an einem bestimmten Punkt und sagen, hast du jetzt genug oder willst du noch mehr? Aber es gibt manche Etappen, sage ich mal, auf denen muss man es einfach durchziehen bis zum bestimmten Punkt. Und das will ich hier sagen. Ihr dürft davon ausgehen, dass es immer nur so ein Drohen geben wird, sondern es kommt der Moment, da wird etwas durchgezogen. Und das heißt, alle 32 GPS-Satelliten abschießen. Und wenn das passiert, sagen die, steht hier, dann würden alle ihre Raketen, Flugzeuge und Schiffe praktisch blind werden. Sie könnten nicht mehr eingesetzt werden. Und dann, Leute, das will ich, neulich habe ich was gesehen oder gehört, warte mal, da ging es darum, dass der Schimpanse und da haben sie ihren alten Boss getötet. Da haben sie ihren alten Boss getötet. Da sind sie über ihn hergefallen. Versteht ihr? Schimpansen sind ganz, ganz, ganz also sind sie gehören zu den bösesten Tieren. Die sind wirklich, wenn man jetzt sagt, das haben sie von den, das Böse haben sie von den Menschen, das sind Tiere, ein Löwe, der jagt auch. Das ist ein Fleischfresser und er legt seine Opfer, aber die Schimpansen sind viel, viel böser und machen ganz andere Sachen, die über das hinausgehen, wo halt ein Löwe, der holt sich halt etwas, weil er es fressen will. Ich habe jetzt das jetzt nicht. Ich wollte eben, dass da gab es einen Bericht, wie sie praktisch ihren ehemaligen Anführer, weil der hat sie ja alle zurechtgewiesen. Der hat sie alle irgendwie vorher in der Vergangenheit. Das ganze Rudel hat von dem mal ein paar aufs Maul bekommen. Eben der eine da, der andere da, weil er war ja der Boss und er hat sie alle so praktisch unten gehalten. Und das hat eben funktioniert, weil der Stärkste, der ist halt dann der Boss und das haben sie dann irgendwie eingesehen. Aber dann kam der Moment, wo der geschwächelt hat. Und dann sind sie alle über ihn hergefallen und haben ihn zerrissen zerrissen und also oft fressen sie ja dann auch die anderen in so einem Dings, weil Dings Schimpansen, also Gorillas sind eher so Dings, sie sind ja die größere und stärkere und so. Also da, das sind eben nicht Fleischfresser so, obwohl sie diese Fängzähne haben, aber Gorillas fressen normalerweise Pflanzen und so. Aber die Schimpansen, die essen viel Fleisch. Ja, also aber dieses Thema, dass sie ihren alten Anführer über ihren hergefallen sind. Da will ich damit sagen, wenn es dazu kommt, dass die Russen es schaffen, die USA wehrlos zu machen, dann
darf man nicht nur an den Konflikt denken zwischen Russland und den USA und denken, ja, der Putin, der ist vernünftig. Über den Putin wird ja so viel geschimpft, aber ihr alle wisst, der Putin ist eigentlich kein Spinner und so, wie er dargestellt wird. Da könnte man denken, ja, der ist ja vernünftig, der wird schon nichts irgendwie übertreiben. Aber denkt mal an den Nahen Osten, wie viele Feinde die USA haben und sie sich gemacht haben. Und sie haben so vieles einfach, sie sind halt noch stark so und sie werden noch respektiert, solange sie Stärke zeigen können. Aber wenn die USA Schwäche zeigen, dann wird man über die USA herfallen und sie zerreißen auf der ganzen Welt. Die Chinesen mit Taiwan und so weiter. Wenn es klar wird, dass die USA Schwäche zeigen, dann werden sie auf der ganzen Welt zerrissen. Versteht ihr? Die haben so viele Kriege zu verantworten. Die haben so viele Feinde sich geschaffen. Auf der ganzen Welt, wenn die merken, dass USA schwächelt, Nordkorea und alle möglichen werden ihr Mütchen an denen kühlen, ja. Und davon warne ich euch. Und eine mögliche Entwicklung ist es tatsächlich, versteht ihr, dieses Weib als eine Feindin der Menschheit, das kann kommen, dass dieses Weib in wenigen Wochen auf der ganzen Welt gehasst wird, weil sie es für Geld als Lobbyistin hat sie euch so ins Hirn geschissen über die Medien, dass sie hat euch praktisch bezaubert, beschwatzt und ihr habt nicht aufgepasst und durch sie ist, da haben wir den Taurus, das ist dieses Dings. Die Entwicklung kann anders laufen, aber das ist ein plausibles Szenario, versteht ihr, dass diese Frau und dass es wieder Deutschland ist, das den entscheidenden Dings geliefert hat für den Weltkrieg oder für die Weltkatastrophe, so muss man sagen, für die Weltkatastrophe. Das ist der Taurus hier. Und wenn es damit der Ukraine gelingt, Russland einen großen Schaden zuzufügen, dann kann genau der Mechanismus in Gang kommen. Ich habe es schon mehrmals gesagt, die Russen sagen ganz klar, die USA und England sind Kriegspartei mittlerweile. Sie begründen es, warum sie Kriegspartei sind, und nochmal, dieser Taurus kann nur funktionieren im Zusammenhang mit den westlichen Satelliten. Und alles, was geredet wurde und weil die Russen die begründen, versteht ihr, die sagen, wir stehen auf der Seite des Völkerrechts, das, was wir machen, wir machen jetzt nur irgendwelche Maßnahmen auch gegen den Westen und so weiter, wenn man es auch völkerrechtlich begründen kann. Und all dieses Begründen haben sie gemacht. Sie haben ganz klar gesagt, wie sie es sehen und dass es praktisch die USA und die NATO und England sind, jetzt schon als Kriegspartei anzusehen. Und das heißt, das, was ich hier sage, dass sie sagen, bei so einem Angriff, daran ist die NATO beteiligt und wir antworten auf diese Kriegshandlung der NATO gegen Russland, antwortet Russland mit dem, was ich sage, dem Abschuss aller NATO-Satelliten. Und wenn das so
jetzt können die auch was dazwischen kommen bei dem Abschuss, die treffen es nicht. Aber wenn das wirklich so reibungslos funktioniert, die Russen drücken auf das Knöpfchen und versteht ihr, wenn die Russen nicht treffen, dann ist das eine Handlung, na, ist das natürlich eine Handlung, wo dann, wenn sie jetzt nur 10 abschießen und sie haben aber noch 22, die USA, dann sagen die USA, ja, okay, bevor die Russen es schaffen, auch noch der Rest abzuschießen, greifen wir jetzt Russland an und dann kämen sie eben zum Weltkrieg. Aber wenn es wirklich reibungslos gelingt, alle Satelliten abzuschießen, dann ist die NATO wehrlos. Dann so nach diesen Berichten, was man hier liest, ist dann die NATO wehrlos. Und das muss dann sowohl Russland ausnützen, diese Phase der Wehrlosigkeit und zum Beispiel praktisch müssen sie dann sicherstellen, dass die jetzt nicht jetzt schnell es schaffen, neue Satelliten also wieder in den Weltraum zu bringen. Das heißt, die müssen dann versuchen, diese Situation der Wehrlosigkeit dass das anhalten bleibt. Das heißt, das kann dann bedeuten, dass die Russen zum Beispiel sagen, okay, wir werden jetzt nicht das auf eine Weise ausnützen, dass wir die USA völlig zerstören, obwohl wir es können und die können sich momentan nicht wehren, aber zum Beispiel wir verbieten den USA jeden Versuch, nochmal andere Satelliten also in die Umlaufbahn zu schicken, weil wenn wir das sehen, dann greifen wir an. Also die können, so wie man ein Flugverbot machen kann, wenn man gute Luftabwehr hat, kann man dem Gegner verbieten, seine Flugzeuge zu starten in einem bestimmten Bereich. So können die Russen vielleicht auf dieser Ebene was machen. Die brauchen dann nicht irgendwie die USA wirklich so, dann sind die USA besiegt. Sie müssen die Russen brauchen sie dann nicht vernichten, sage ich in dem Moment, das ganze Land. Aber es gibt eben auch noch andere Länder, die das ausnützen können. Und dann ist ein Szenario, dass es im Nahen Osten praktisch die Hisbollah vom Libanon aus, weil die haben die meisten Raketen. Die Hamas da aus dem Gazastreifen und so weiter, die haben auch, aber nicht so viel. Die, wo sie bisher zurückgehalten haben, war die Hisbollah und die haben die meisten Raketen und dagegen kann sich Israel nicht mit seinem Iron Dome wehren, weil die einfach viel, viel, viel mehr Raketen haben, als dass die Israel wehren können. Das heißt, dann muss Israel also ich hoffe, dass ich das jetzt richtig verwende, die Begriffe, aber taktische Kriegsführung ist, sage ich mal, ja, Palästinenser, ja, aus dem Libanon und so weiter, wenn sie jetzt angreifen mit die Hisbollah, mit vielen Raketen und Israel dann da dagegen vorgeht, und es dort ein Krieg wird so. Das ist das eine. Das ist dann so taktische Sachen. Aber wenn das für Israel so nicht zu gewinnen ist, dann gibt's eben noch diese strategische Geschichte, dass Israel eine Atombombe, das was ich vor einiger Zeit gesagt habe, Israel eine bunkerbrechende Atombombe verwendet, um die Führung des Militärs des Gegners auszuschalten, also auch den Assad. Und davon spreche ich von der biblischen Prophetie, dass
Nochmal, dass ich hier, wer ist das Universum? Wer ist das Universalgenie? Da kommen wir den Artikel und dann hat man hier verschiedene, das hier, da stimmt etwas in der zeitlichen Sache nicht. Da seht ihr was ich da zusammengerechnet habe, das stimmt nicht. Aber ich bleibe weiter an den Grundüberlegungen. Ich habe hier ich habe das die Zuordnung jetzt geändert und das sieht jetzt auf den ersten Blick blöd aus, weil es so nicht aufgeht, aber das ist eben das, ich ändere das vielleicht mal, weil es ja, wenn es jetzt praktisch falsch ist, falsche Aussagen kann man auch mal ändern. Man kann ja dazu stehen, dass man sagt, ja, das war damals falsch, aber hier das Falsche weiter zu, hier steht ja nicht dran, dass ich sage, das ist falsch. Das steht ja hier, als ob es richtig wäre. Also die Berechnung war falsch, hat man ja gesehen, einfach durch die Realität hat es nicht zugetroffen, zeitlich. Aber das sind meiner Meinung nach ganz, ganz, ganz kleine Fehler drin, warum das falsch war. Also das meiste von der Überlegungen ist weiterhin richtig und mit dem, was ich jetzt, was ich heute denke, komme ich eben da auf die Zeit in circa 2 Wochen. Das habe ich in diese Artikel und oder Videos da zuletzt erklärt. Ja, das ist das eine Dings, die eine PDF und dann gibt's da noch die zweite und in dieser zweiten PDF da ist es so, dass die Sache mit, da haben wir praktisch, wir haben die Bibelstellen bei Jeremia und bei Jesaja, dass Damaskus, also Gott sagt, und ich werde ein Feuer anzünden in der Mauer von Damaskus und es soll den Palast von Ben-Hadad zerstören. Bei Jeremia, Damaskus wird aufhören, eine Stadt zu sein und wird eine Ruine werden. Ja, und gleichzeitig ist Damaskus eine der ältesten Städte der Menschheit, die noch nie zerstört wurde, die Altstadt von Damaskus. Und da geht's gerade um den Palast von Ben-Hadad. Das war ein König früher. Die Altstadt wurde noch nie zerstört und genau davon, das kündigt die Bibel aber an. Das heißt, es ist eine Prophetie, die jetzt bis heute noch nicht eingetroffen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass sie in den nächsten Wochen eintrifft. Es kann sich auch weiter rauszögern. Aber Israel hat hier, ein Artikel in der Jerusalem Post, Israel hat angekündigt, wenn der Iran sich weiter breit macht in Syrien, werden sie den Assad, speziell sein Palast steht da, werden sie zerbomben. Und das Szenario, wie das passieren kann, nochmal, wieder Deutschland und dieses Weib ist dabei, versteht ihr, euch ins Unglück zu stürzen. Euch euer Leben zu zerstören. Ihr werdet weinen und klagen wegen dem, was die Frau gerade macht. Natürlich ist das nicht nur die Frau. Da steht ja vieles dahinter und so weiter. Sie ist ja nur ein kleines Rädchen, die hier
Propaganda macht für diese Verbrecher in den USA. Es ist eben gerade ganz aktuell, versteht ihr? Sie ist dabei, euch in dieses Unglück zu schwatzen, und ihr seid ein dummes Idiotenvolk, das keine Ahnung hat, keinen Überblick, und ihr lasst euch ins Unglück treiben. Ja, okay, also, nochmal, jetzt ist alles ruhig, aber es wird schon von dem geredet, was das Potenzial hat, das alles, von dem ich rede, herbeizubringen. Da haben wir den Taurus. Und sie redet davon, sie verteidigt den Einsatz dieser Rakete gegen Russland. Und wenn Russland sagt, okay, das geht nur, war nur, dieser Angriff war nur erfolgreich wegen den NATO-Satelliten. Und dann schießen sie die Dinger ab. Und dann werdet ihr auf einmal aufwachen und mit Heulen und Zähneklappern sagen, er hat recht gehabt. Das Universalgenie hat recht gehabt. Und wir haben es verschissen. Wir haben es verschissen. Wir haben ihn als Trugreim-Bubi behandelt. Wir hätten ihn als den Weltführer der Menschheit respektieren müssen. Rechtzeitig. Aber wir haben ihn als Bubi behandelt. Und jetzt haben wir die Scheiße. Ihr werdet, rechnet damit, dass ihr eines Tages aufwachen werdet, und ihr im ersten Moment werdet ihr nur was von Satelliten, ja, und aber das merkt ihr auch, versteht ihr, wenn diese Satelliten abgeschossen werden, die haben auch heute schon eine Funktion, so wie ich das weiß. Also das ganze GPS-Zeug im Westen, das wird auch im zivilen Bereich wird sich jetzt vieles ändern. Und ob ihr dann gleich am Anfang noch schon wieder eine Internetverbindung habt, das werden wir sehen, versteht ihr? Da wird alles Mögliche zusammenkommen. Vielleicht ist das Erste, was ihr erlebt, wenn ihr aufwacht, auch nur, dass ihr kein Internet habt. Und die Informationen über das Ganze werden so nach und nach erst eintreffen. Aber stellt euch vor, es kann, ich habe schon oft mit etwas ein bisschen daneben gelegen, aber es kann auch sein, dass ich wirklich ganz ins Schwarze treffe und auch hier recht habe, und dass es tatsächlich so kommt. Und dann werdet ihr es nach und nach erleben. Dann werdet ihr es nach und nach erleben. Und ihr werdet mich für einen Prophet halten dann. Und ich sage euch aber immer wieder, haltet Leute. Ich habe euch zigmal erklärt, was ein Prophet ist. Und weshalb ich heute kein Prophet bin. Und werdet ihr vielleicht sagen, ja, aber du hast ja alles, das ist ja alles so gekommen, dann werdet ihr mir, versteht ihr, heute sagt er, der spinnt, der gehört in die Psychiatrie, weil er sich für einen Prophet hält, und ich sage, halt, hör doch genau zu, was ich sage. Später werdet ihr mich überrennen und sagen, doch, du bist ein Prophet, dann werdet ihr euch an meinen Rock, an meine Hosenbeine klammern. Und mir aber ich sage es euch nochmal, ich bin nicht ein völliger Versager, wenn etwas wenn es zeitlich nicht so eintrifft, wie ich es spekuliert habe, weil ich ja sage, bisher bin ich ein Analytiker, ich habe euch gezeigt, oder bin ich nur ein Analytiker? Ich habe es euch gezeigt in dem Video. Ich habe es euch ausdrücklich erklärt mit diesem IQ-Test-Geschichte. Ich mache
das, was ich mache, die Bibel sagt, er sagt uns die Prophetie als Rätsel. Und sie tut uns auffordern und ermutigen, zu versuchen, die Rätsel zu verstehen. Wenn ich jetzt recht habe, dann habe ich einfach gut analysiert. Aber ich sage auch, ja, ganz klar, ich bin jetzt bei so Tests, bin schon gut, aber ich sage nicht, dass ich der Beste bin, sage ich mal hier. Solche Tests können andere schneller lösen wie ich. Die Idee, das zu sagen, dann könnte man ja die intelligentesten Menschen der Welt, der solche bei so Tests am schnellsten abschneidet, am besten abschneidet, den könnte man ja dann auf die biblische Prophetie loslassen und sage, nein, Bullshit, so funktioniert's nicht. Gott macht ein Rätsel, man kann nicht ganz dumm sein, um es zu verstehen, aber Gott behält immer noch die Kontrolle und am Ende ist es auf jeden Fall eine Gnade Gottes und ein Wunder und ein Geschenk, wenn Gott jemand es wirklich tatsächlich erkennen lässt. Das ist nichts, was sich ein Mensch nehmen kann. Es wird als Rätsel verpackt, es wird aufgefordert, sich dran zu versuchen, aber den Erfolg letzten Endes Gott gibt es nicht aus der Hand. Er macht solche Stolperstellen rein, dass es kein Mensch nur aus seiner Intelligenz heraus verstehen kann, sondern Gott muss noch dran helfen, ja. Ja, und wenn es dann aber so war, dass ich richtig gelegen habe, dann ist es trotzdem, ist dieser Vorgang trotzdem, dann hat zwar Gott mir was geschenkt, versteht ihr? Dann ist es zwar von Gott, aber ein Prophet, das ist ein Prophet, wird als Prophet berufen und beauftragt und das ist ein Vorgang. Der hat bei mir nicht stattgefunden. Auch wenn alles, was ich hier sage, so eintreffen wird, dann bin ich bis zu diesem Punkt bezeichne ich mich nicht als Prophet. Das heißt aber nicht, ich sage dann immer, bei Mose war es so, der ist von Mutterleib an als Prophet bestimmt gewesen von Gott. Gott wusste, dass er aus Mose ein Prophet macht. Aber wirklich ein Prophet geworden ist Mose an dem Moment, als im Alter von 80 Jahren Gott aus einem brennenden Dornbusch heraus zu Mose geredet hat. An dem Moment hat Gott den Mose im direkten Kontakt beauftragt, als Gottes Prophet nach Ägypten zu gehen. Und das ist ab da war Mose ein Prophet. Vorher, es war sein Leben lang sicher, dass Mose ein Prophet sein wird. Aber er war es eben vorher nicht. Und auch wenn ich hier mit allem recht hätte, bin ich bisher kein Prophet. Versteht ihr? Vielleicht werde ich nie einer sein. Obwohl ich hier recht hatte und auch zukünftig noch recht haben werde, dann bin ich jemand, dem Gott die Erkenntnis schenkt, die Prophetie zu verstehen. Versteht ihr? Das ist auch eine Begabung Gottes. Und das gibt's. Ich habe die heute schon, aber die kann man eben in einem unterschiedlichen Maße haben. Auch andere Prediger und so weiter verstehen irgendwie ein bisschen was von der Bibel. Im Wesentlichen sind sie, was Prophetie angeht, völlig blind.
aber andere Sachen verstehen sie, sie predigen, es kommen sogar Leute zum Glauben, und das ist, man merkt, das sind ja Männer Gottes, und so weiter, aber sie haben eben eine ganz bestimmte, jeder, also es gibt einfach unterschiedliche Begabungen und Erkenntnisse, und ja, und das kann sein, dass es bei mir auch immer auf dieser Ebene bleibt, ohne so wie Mose richtig zum Prophet ernannt zu werden. Ja? Und ich verspreche, dass ich hier mir nichts anmaßen will. Ich werde mich nur so verhalten, wie ich ehrlich die Überzeugung habe. Und wenn ich werde mich nicht immer, wenn andere denken, ich sei ein Prophet, werde ich mich davon nicht irgendwie beeinflussen lassen. Und wenn andere denken, ich sei kein Prophet, werde ich mich auch nicht. Ich versuche ehrlich es so zu sehen und zu sagen, wie ich es für richtig halte. Und deshalb, es ist nicht, dass ich die maximale Karriere und Anerkennung und so weiter, weil wenn ich mit dem, was ich jetzt hier sage, wenn es tatsächlich so kommen würde, dann wären alle Leute, würden sagen, ja, du bist ein Prophet, aber ich habe ganz klar erklärt, wann ich mich nur als Prophet betrachte. Aber man darf es auch nicht umdrehen und sagen, ja, also als ob ich jetzt für alle Ewigkeit festgesetzt habe, dass ich kein Prophet bin. Nein, ich habe gesagt, sowas liegt in der Zukunft, ob ich ein Prophet sein werde, aber bisher bin ich keiner. So. Aber ich rechne damit, dass ein Prophet kommen wird jetzt und dass dieser Prophet Josef, Mose und Elia in einer Person sein wird, also diese Rolle oder dieses von diesem Geist, von diesen Geschichten, was die drei Propheten hier und ihre Funktion und das Ganze. Also es wird sich die Rolle dieser drei Propheten in diesem Prophet wiederfinden. Und für mich wird es die einzige Chance sein, in diesem Leben das zu bekommen, was ich seit knapp 30 Jahren warte, die Rehabilitation wie Josef. So, das ist ganz klar. Aber jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Nochmal, ich sag's euch, es ist nahe dran, dass es kann sein, es passiert überhaupt nichts Besonderes und dieses Datum, 16. Oktober, oder dieser Zeitraum eben, das kann ein bisschen hin oder her, aber so um den Dreh rum, es kann sein, das zieht ins Land, als ob nichts gewesen wäre, und es kann aber sein, auch vorher schon, es kann jeden Tag jetzt sein, es muss auch nicht an diesem Taurus liegen, es gibt auch noch schon andere Waffen, ähnliches, es kann jeden Tag jetzt soweit sein, dass das praktisch mit dieser Begründung, dass die westlichen Satelliten dazu beigetragen haben, einen bestimmten folgenschweren Angriff gegen Russland auszuführen und Russland deshalb sagt, wir haben das Recht, also die NATO hat den Krieg begonnen und wir haben das Recht, uns zu verteidigen und sie deshalb diese NATO-Satelliten abschießen. Und dann kann sein, dann geht es irgendwie, was weiß ich, es beruhigt sich wieder. Oder es kann aber auch genau diese Entwicklung haben, die ich jetzt mir nur so vorstelle. Versteht ihr, mit meinem analytischen Verstand, was kann daraus werden? Und dann sage ich,
Das ist kann eine Kettenreaktion bedeuten. Diese Satelliten sind sehr, sehr wichtig für die USA. Und wenn es den Russen wirklich gelingt, die alle abzuschießen, und die USA ist praktisch verwundbar, und sie können nicht, versteht ihr, die sind dann auf der ganzen Welt verwundbar, weil wenn sie keine Satelliten mehr haben, dann haben sie auch im Nahen Osten keine Satelliten, dann haben sie aber über Taiwan und so weiter im chinesischen Meer keine Satelliten, dann hat auch Japan keine Satelliten und Taiwan keine Satelliten, dann ist eben dann ist die NATO und Amerika auf der ganzen Welt verwundbar und machtlos und dann lässt sich's absehen, versteht ihr, dass diese Situation ausgenutzt wird und dann kann's genau so kommen. Die Hisbollah sieht ihre Chance, greift an, weil für denen ihre Raketen brauchen die keine Satelliten. Die schießen einfach so, zielen da in die Richtung und machen Israel die Städte kaputt. Aber Israel hat dann keine Satelliten. Diesen Angriff auf Damaskus brauchen sie aber auch nicht Satelliten unbedingt. Die können diese bunkerbrechende Atombombe auf dem Palast von Assad, können sie auch mit vom Flugzeug abwerfen, nach Sicht, sage ich mal. Da werden vielleicht ein paar Flugzeuge abgeschossen vorher, weil die haben ja auch Luftverteidigung, aber es ist so oft und so regelmäßig in letzter Zeit wird Damaskus angegriffen mit Raketen, aber jetzt nicht speziell der Palast von Assad mit einer Atombombe, aber das ist alles praktikabel und ich kündige es nicht als Prophet an, dass es jetzt passiert, aber ich sage, ich habe es gesagt, es steht in der Bibel, dass dass Damaskus noch angegriffen wird. Dieser Angriff steht noch aus und das kann ich mir gut vorstellen, dass das kommt. Und wenn es passiert, wenn Israel Atombomben einsetzt, nochmal, ich habe erklärt, das ist keine Hiroshima-Bombe, das sind bunkerbrechende Atombomben, die tief unten explodieren, die wenig Radioaktivität freisetzen, die keine Gefahr für Israel selbst darstellen, von der Entfernung Damaskus-Israel, aber direkt über dieser Stelle wird dann das eintreffen, was die Bibel voraussagt. Damaskus wird aufhören, eine Stadt zu sein. An dieser Stelle, zumindest die Altstadt. Und es wird sich genau das erfüllen, was die biblische Prophetie vorhersagt. Das glaube ich, ja. Und das kann dann natürlich, versteht ihr, das kann dazu führen, dass es eine Vergeltung gibt. Dass es eine Vergeltung gibt und bei dieser Vergeltung, die Dings haben jetzt, die Palästinenser haben keine Atombomben, aber das ist etwas, versteht ihr, wenn die Russen dann wirklich die Macht haben oder beziehungsweise die USA keine Macht mehr haben, dann USA und Israel ist eben ein Block und und wenn die USA Israel nicht mehr unterstützen, ist Israel auch erledigt, sowieso.
Und das heißt, ja, dass eben in diesem Zusammenhang als Reaktion auf den Angriff gegen Damaskus New York City zerstört wird und mit 10 Millionen Toten. Ja. Und das habe ich ja, wie das mit Babylon zusammenhängt und so weiter, habe ich ja in vorherigen Videos erklärt, ja. Und das ist ein ganz konkretes Szenario, wie innerhalb weniger Tage die ganze Welt eine andere sein kann. Das sind logisch aufeinander aufbauende Schritte, für die es nur wenige Tage braucht. Und dann, nochmal, dann werdet ihr weinen, ihr werdet zittern und ihr werdet bereuen. Könnt ihr euch das so richtig in der Realität vorstellen, wie das plötzlich, dann wird nichts mehr funktionieren. Da wird auch, ihr werdet hungern, weil es praktisch, das wird alles, das wird die Wirtschaft, das wird alles, das wird die Lieferketten, das wird alles über den Haufen werfen. Das wird eine weltweite Krise bringen, das von dem, was ich rede. Eine weltweite Krise. Ihr werdet Angst um euer Leben haben. Ihr werdet Angst um euer Leben haben. Und das wird auf einmal über euch hereinbrechen. Und dann könnt ihr es nicht mehr. Dann könnte man, wenn man dann E-Mails schreibt und sagt, liebes Universal Genie, jetzt sehen wir es ein, was sollen wir tun? Ja, das, dann ist es, was heißt zu spät? Zu spät ist es nicht für die Babysitterkratie. Die Babysitterkratie, die fängt dann erst an. Aber einen Kontakt wie jetzt noch möglich, dann werdet ihr das bereuen. Ihr werdet sagen, Mensch, wir waren direkt, wir hatten die Chance damals, wir hatten alle Möglichkeiten. Und ja, also wenn das eintrifft, auch ohne jeden bösen Willen, da müsst ihr damit rechnen, dass es dann, dass ich beschäftigt bin, dann ist es, dann laufe ich euch nimmer nach. Ja, und dann, ja, und nochmal, das ist dann aber auch wirklich da, versteht ihr, wie das aber auch, natürlich ist es offen, ob es in diese Richtung geht. Und da können jetzt auch Leute kommen und sagen, Moment, das ist aber nicht aktuell hier. Da können dann aber auch Leute kommen und sagen, Der ist ja verrückt, der hat einen Wahn, der bildet sich das ein, das ist ein religiöser Wahn und pipapo, können heute mir da einen Strick draus drehen. Und nein, da ist kein Wahn. Und vor allem ist es so, versteht ihr, das ist ja, was ich euch hier zeige, ist ja so absolut gar nicht aus der Welt. Es ist ja alles schon da. Ich sage ja nicht, irgendwann kommt eine Zeit, da werden die Leute, was weiß ich, fliegen, weil sie aus ihrem Arschloch einen Propeller ausfahren können. Und mit dem fliegen sie dann durch die Lüfte. Da kann man sagen, was? Ein Propeller, der aus dem Arschloch ausgefahren wird und die Leute damit durch die Luft fliegen? Sowas gibt's ja nicht. Da müsste ja die Wissenschaft hier erstmal, was weiß ich, da ist ja gar kein Platz für einen Propeller und da müsste ja das ist ja völlig utopisch, sag ich mal, gell? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber das, was ich hier sage, das ist die heutige Realität. Russland hat alles dazu gesagt. Sie haben gesagt,
wir sind im Krieg mit der die NATO hat uns den Krieg erklärt. Das, was hier stattfindet, ist nicht mehr Ukraine gegen Russland, sondern hier wird mit den Möglichkeiten der NATO und den Waffen der NATO, mit den Satelliten der NATO, mit den Aufklärungsflugzeugen der NATO, oftmals mit den Soldaten der NATO in der Ukraine, wird gegen Russland Krieg geführt. Das ist schon die Realität. Russland hat sich gesagt, wir behalten uns vor, gegen die NATO zurückzuschlagen. Das ist schon, es ist nur noch nicht erfolgt, aber es ist alles schon vorbereitet. Es ist nicht, dass es in unvorstellbar ferner Zukunft irgendwas, es ist heute, es ist dieser Tage, alles ist vorbereitet. Und wenn das passiert, nochmal, dann ist auch das alles gesagt, von den Russen gesagt, sie werden das abschießen, sie haben es angekündigt, die Dinge sagen, die NATO selber sagt, ja, da wären wir sehr verletzlich, das wäre sehr Problem für uns, wenn es passiert. Es ist alles schon da, versteht ihr? Es ist nur noch nicht, die Russen haben nur noch nicht auf den Knopf gedrückt. Und wenn sie nicht auf den Knopf drücken, jetzt, dann heißt das aber nicht, dass alles, was ich gesagt habe, völliger Unsinn war. Nein, es ist alles schon bereit, total bereit. Es fehlt ganz, ganz wenig. Und auch alles Weitere, was ich daraus schlussfolge, wie sich es entwickeln kann, das ist alles logisch und vernünftig. Versteht ihr? Wenn die USA wehrlos sind, wenn es tatsächlich so gut gelingt, also der Shoigu, der Verteidigungsminister, hat gesagt, dieses Satellitensystem, seine Genauigkeit sei schmuckartig, es sei sensationell gut, es sei eine ganz tolle Waffe, die wunderbar funktioniert. Und wenn sich das so auch bestätigt und die das alles erfolgreich abschießen können und die USA tatsächlich wehrlos sind dann dadurch, wie sie ja auch in ihren eigenen Berichten sagen, die USA brauchen das, die brauchen das, sie können nicht zurückschlagen, sie brauchen dieses, da steht, die Verteidigungsfähigkeit wäre erheblich eingeschränkt. Sie ist nicht mehr vorhanden. Wenn die Satelliten weg sind, dann ist die Verteidigungsfähigkeit nicht mehr vorhanden. Ja, sie können nur noch mit Pfeil und Bogen, mit Maschinengewehr können sie schießen, auch mit Artillerie können sie schießen, aber schon die HIMARS, die so genau treffen, die brauchen auch Satelliten. Und ja, dann ist es noch, ja, der Elon Musk hat noch ein paar Satelliten, aber es gibt schon einen Unterschied mit dem Elon Musk, seine Satelliten, also soweit ich das Ganze eben verstehe, kann der Elon Musk seine Satelliten kann die funktionieren, die sind in einer niedrigeren Höhe und ein lokales Gebiet abdecken. Die können schon helfen, sage ich mal, dass man von der Ukraine 100 Kilometer oder 50 Kilometer in den Donbass schießt. Aber die können nicht helfen, einer Interkontinentalrakete den Weg zu weisen von den USA oder von da oder dort nach Russland und so weiter. Das heißt, die anderen Satelliten, das ist keine Lösung. Also wenn die weg sind, dann sind die USA gegenüber Russland, haben sie verloren, dann können sie wirklich kapitulieren, ja. Und wenn das andere Länder erkennen, dann ist meine Schlussfolgerung, dass die das ausnützen werden, ist doch völlig vernünftig und völlig naheliegend. Das heißt, wir haben es dann auf einen Schlag mit einer weltweiten Krise zu tun. Und wir werden das völlig abbekommen. Wenn die USA zusammenbrechen, dann bricht's auch bei uns zusammen. Das, was ich hier sage,
Das ist völlig vernünftig, völlig naheliegend, völlig wahrscheinlich. Es hängt alles nur daran ab, dass auf das Knopf gedrückt wird und wann auf den Knopf gedrückt wird. Wenn es dann auch noch, wenn das Ganze dann sich auch noch einfügt in diese Überlegungen hier, die ich hier mit dieser biblischen Prophetie angestellt habe, und euch als Menschheit dann plötzlich Schuppen von den Augen fallen, ja, dann versteht ihr, ich sage immer, mein Anspruch sind nicht, hier, schaut euch an, 1328 Abonnenten, und das geht hier gerade so ein bisschen hoch, ein bisschen runter und so. Mein Anspruch sind nicht 2000 Abonnenten oder 10.000 Abonnenten oder 100.000 Abonnenten oder 1 Million Abonnenten oder 10 Millionen Abonnenten. Oder das meiste, was es heute gibt, ist ja so im Bereich 100 Millionen Abonnenten. Das sind Leute wie der PewDiePie. PewDiePie. Ein Dummschwätzer, ein Clown, ein reiner Clown. Ein Quatsch. Der hat 111 Millionen Dings dahin. Und macht nur Nonsens. Blödsinn, Unterhaltungsblödsinn, versteht ihr? Aber der ist natürlich Multimillionär von dem, was er hier macht. Er ist nutzlos für die Menschheit. Völlig nutzlos. Und das heißt, versteht ihr, wie soll ich mich, ich kann mich doch nicht mit so jemand vergleichen. Da denkt manche, der ist ja viel, viel bekannter wie du, wie kannst du dich denn mit so jemand, ist ja klar, dass du dich nicht mit dem vergleichen kannst. Aber nee, es ist andersrum, ich schaue auf den herab. Also wenn so ein Depp 111 Millionen Abonnenten hat, dann kann ich mich nicht im Bereich der Millionen aufhalten. Deshalb sage ich, mein Anspruch ist die Ebene der Milliarden. Versteht ihr? Und das sage ich euch schon lange. Ich sag's euch aus einer Situation, wo ich der letzte Dreck bin hier so in eurer Idiotengesellschaft. Sage ich euch heute schon, mein Anspruch ist es, Milliarden Abonnenten zu haben. Und nicht nur Milliarden Abonnenten, sondern mein Anspruch ist es, diese YouTube, versteht ihr, YouTube, wenn es entweder ich verlasse YouTube dann noch, oder aber ich werde YouTube in die Knie zwingen. Ich werde YouTube enteignen lassen. Das wird seinen Namen ändern und es wird seinen, da werden tausende Leute rausgeworfen. Die Moderation wird, das wird alles neu geordnet und so weiter. Versteht ihr? Das ist mein Anspruch. Die Infrastruktur von YouTube nutzen, warum nicht? Aber nicht mehr unter dieser Leitung, die Sachen macht, wie diese, also wie diese Zensur bei dem Corona-Thema und so weiter. Das ist mein Anspruch, Milliarden. Wenn ich das sage, haltet ihr das für utopisch? Aber Leute, jetzt schaut mal, ist jetzt noch irgendwas utopisch? Wenn von dem, was ich hier geredet habe, wenn das wahr wird, wie soll es sich anders entwickeln, als dass es Milliarden Leute dann praktisch auf mich aufmerksam werden? Es ist ja dann das Naheliegendste der Welt, versteht ihr? Es,
Es fehlt so ganz, ganz wenig, aber wenn das dann passiert, wenn auf dieses Knöpfchen, nochmal, es ist doch alles Realität, was die Russen gesagt haben, ist alles Realität, dass wir im Krieg, da könnte ich jetzt das, aber ich habe das auch schon verlinkt und es ist Tatsache, ich könnte das jetzt raussuchen, diese Aussagen, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Medvedev, der Medvedev bei Dings, wenn ich jetzt hier anstatt Strack eingebe, Medvedev. Der Medvedev ist einer, der die harten Aussagen gemacht hat, also in der Vergangenheit. Der hat immer wieder Also da hat er zum Beispiel gesagt, das war jetzt im Zusammenhang mit dieser im Parlament in Kanada, wo sie den Nazi geehrt haben. Und da hat er der Medvedev zum Beispiel gesagt, Verbrüderung kanadischer Tiere durch Premierminister Trudeau in seinem Parlament mit Nazis, Lieferung von Abrams-Panzern aus NATO-Arsenalen, das Versprechen den Kiewer Behörden, Raketen des Army Tactical Missile Systems mit größerer Reichweite zu liefern. Es scheint, dass Russland immer weniger Wahl bleibt als ein direkter Konflikt mit der NATO vor Ort, die sich in einen offenen faschistischen Block ähnlich der Hitlerachse verwandelt hat, wenn auch in größerer Ausdehnung. Wir sind bereit, obwohl das Ergebnis für die Menschheit mit viel höheren Kosten als 1945 erreicht werden würde. Hier versteht ihr, hört ihr das noch, hört ihr das noch? Das war ein ehemaliger Präsident, der hat die gleiche Dings gehabt wie Putin. Da gab es einfach das Gesetz, Putin kann nicht jetzt mehrere, so er kann mehrere Amtszeiten, aber nicht jetzt endlos. Und dann musste praktisch ein anderer Präsident eine Weile an die Macht, und da hat sich der Medvedev mit Putin abgewechselt. Das sind Kumpel. Und Kumpel auf Präsidentenniveau. Und wenn der Medvedev sowas sagt, dann ist das ernst zu nehmen. Und ja, der direkte Konflikt mit der NATO. Und der hat noch viel schlimmere Sachen gesagt. Der direkte Konflikt mit der NATO, um das geht's. Und vor ein paar Tagen ging es auch ausdrücklich darum, Aufklärungsflugzeuge der NATO abzuschießen. Damit hat man den konkreten Konflikt. Wir sind in diesem Stadium, wo die Sache mit den Satelliten abschießen absolut auf der Tagesordnung steht. Die haben alles dazu gesagt, dass sie jetzt nicht jetzt zwei Tage vorher jetzt nochmal von den Satelliten anfangen, sondern dass es dann natürlich auch darum geht, die NATO möglichst kalt zu erwischen. Das ist klar. Und versteht ihr, ihr dürft nicht meinen, dass das, was jetzt mit dem, was man jetzt rechnen muss, dass man da noch mit einer großen Vorwarnzeit und dass man noch ein bisschen droht und noch sagt, ja, aber bald werden wir das und blablabla. Das ist alles gesagt worden. Jetzt müsst ihr damit rechnen. Jetzt kann wirklich, wenn jetzt aus der Ukraine ein größerer Angriff kommt, dann kann das direkt dazu führen, also wo dann die Russen sagen, größerer Angriff, wo die Russen sagen, das konnte nur mit der direkten Unterstützung der NATO erfolgen, das beantworten wir nicht jetzt auf lokaler Ebene, dass wir gegen die Ukraine schießen, sondern jetzt wenden wir uns gegen die NATO.
Das werdet ihr dann nicht mitbekommen, versteht ihr? Ihr seid dann hier in eurem warmen Bettelein und denkt, ja, was hat denn der blöde Faisa hier, da dieser eingebildete Universalgenie? Oder sie haben mich schon geholt, ich sitze schon in der Psychiatrie und oder im Gefängnis und so weiter und er denkt, jetzt ist er praktisch, jetzt hat sie ihn erwischt, vielleicht konnte ich gerade noch einen letzten Gruß absetzen oder irgendwas, ja, dann denkt er, jetzt ist es vorbei. Und währenddessen, dass ihr über mich lacht, fliegt schon das entscheidende Teil praktisch, ist der Weltkrieg schon in der Luft sozusagen. Und kurz darauf fliegen dann schon die russischen Antisatellitenwaffen. Auf einmal ist euer Internet weg. Oder auch nicht. Wie? Die ganz genaue kann ich euch jetzt nicht vorhersagen. Aber auf einmal werdet ihr erfahren, Scheiße. Jetzt kommt es doch so. Und er hat doch recht gehabt, ja. Und dann, versteht ihr, dann ist es erstmal, dann habt ihr erstmal das, was die Idiotengesellschaft sich selbst zuzuschreiben hat. Ja, Leute, und dann nochmal, das sind Sachen, versteht ihr, das ist, wie gesagt, top oder flop. Das ist diese Situation, der Josef war im Gefängnis, eine Null sozusagen in dieser Welt. Und so ist er morgens aufgestanden und als er abends ins Bett ging, war er Weltherrscher. So. Ich habe keinen Wahn oder so. Ich habe nur, ich halte das für möglich, dass Gott sowas wiederholen kann, wenn er es möchte. Und wenn er es nicht möchte, dann wird es eben nicht passieren. Ja, okay. Gut, das sind jetzt so ein paar Sachen. Jetzt könnten wir es an der Stelle mal so, dieses Video dann mal so. Wir können kurz reinschauen, gibt es noch was zu erwähnen, gibt es einen Kommentar? Nee, hat jetzt keiner irgendwas. Ja, und dann, versteht ihr? Also, wenn man sich jetzt mal anschaut, Abonnenten 1328. Wenn man jetzt hier noch drei Nullen ranmachen würde, würde es ungefähr bis hier gehen. Und das hätte man aber dann nur 1,3 Millionen. Wenn man jetzt in die Milliarden will, dann müsste man hier nochmal Nullen machen. Vielleicht gibt es das im Programm bei YouTube gar nicht. Vielleicht haben die nur praktisch bis zu einer Milliarde oder im Millionenbereich. Kann gut sein, dass es praktisch diese Stelle, die man dann noch bräuchte für die Milliarden, dass das im Programm von YouTube gar nicht drin ist, dann müssten sie das erst machen. Aber wenn man sich's anschaut, Platz hätte es noch. Platz hierüber hätte es noch. Also von daher spricht eigentlich auch da nichts dagegen. Platz hierüber hätte es noch. So, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, soweit dazu.